einer Welt voller Gefahren. Gefährten aus Kindheitstagen. Gebunden durch einen alten Schwur. Vereint in der Welt Gerechtigkeit zu bringen. Wut vom Bohrungsberg. Gunnar. Kjell. Und Anrigio. So, Freunde der Nacht, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Wir gehen auf jeden Fall rein. Blatt Papier DIN A4 ist auch schon da. Hast du DIN A3 heute gar nicht mitgebracht oder was ist los? Und live von Midgard hat auch eingeschaltet. Unsere drei Zuschauer sind wieder alle hier. 20 wolltest du doch haben. Ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Der View war schon gekauft. Der mit Manowar war doch gut am Ende, oder? Klassisch. Sehr geil. So, ja. Azad Channels Play, Schlachtenwüter Kills. So, wir zocken DSA weiter. Wir spielen der Wolf von Windal, ein klassisches DSA-Abenteuer aus dem Jahre 1988. Ich habe wieder meine wilde Truppe hier versammelt. Da haben wir unten den Lukas, der den Gunnar verkörpert. Lukas, willkommen. Guten Tag. Daneben die wunderbare Jenny, die unsere Ilana spielt. Und ich bin sehr enttäuscht, Jenny. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass du heute eine gelbe Brille da hast. Eine gelbe Brille ist auch schwierig, ne? Ich habe schon eine echt Hässlons-Brille, aber ja, die kommt ja nicht so nah. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, ja, kann man manchmal nichts machen. Vielleicht verlierst du die ja auch. Was? Auf gar keinen Fall. Ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Tja, gut, schauen wir mal. Und daneben haben wir den Curtis, der den Boot spielt. Hey, yo. Und bin wieder der da. Curtis weiß überhaupt nicht, was passiert ist letzte Woche. Hey, ich lass mich heute einfach mal eiskalt überraschen. Was soll schon passiert sein? Kann ja nichts Schlimmes vorgefallen sein. Und den Peter, der unseren Alrigio verkörpert. Si, senor. Und ganz am Rand, wie immer, unseren Dustin, der den Kjell spielt. Abend. So, ihr Lieben, es ist letztes Mal Folgendes passiert. Ihr seid in die Stadt gekommen und ihr habt ganz viel eingekauft. Ihr habt Pfeile versilbern lassen, Waffen versilbern lassen, beziehungsweise eine Waffe ist noch in der Versilberung, nämlich die von Gunnar. Und ihr solltet, also genau, ihr wart dann im Boron-Tempel, habt dort mit dem vorstehenden Nerzis gesprochen und habt euch den Tatort angeguckt. Da habt ihr Wolfshaare gefunden.
Der Baranos ist da irgendwie verschwunden. Wohin, warum, was passiert ist, weiß niemand. Er war aber wohl bei einem Apotheker, der Aluris heißt und mit dem er oft Kräuter für die Weihrauch-Zeremonien da irgendwie zurechtgemischt hat. Daraufhin seid ihr dann auch zu diesem Aluris gegangen und der hat euch erzählt, dass die beiden... Ja, der ein oder andere sagt, nekromantische Zauber erschaffen wollten und die wollten aber nur Tote wieder reden lassen. Ja, ist ja keine Nekromantie. So, und ja, dann irgendwie scheint sich der Baranos aber mit Wolfsblut an Lykantropie infiziert zu haben und hat sich dann anscheinend wahrscheinlich verwandelt, vermutet Aluris. Da jetzt aber auch der Inquisitor in der Stadt ist, hat der jetzt natürlich Angst um seinen alten Kumpel und hat euch gebeten, am nächsten Tag, wenn der Hahn schreit, einen silbernen Mengbilar abzuholen. Das ist ein Giftdolch, den man quasi reinstecken kann, abbrechen kann und dann fließt das Gift in den jeweiligen Körper und da wäre ein Antidot drin, um den vom Werwolf wieder zurückzuverwandeln. So. Da habt ihr gesagt, ja, ist okay, ihr habt euch da, erst wolltet ihr den ankacken, dann habt ihr euch aber dann doch geeinigt, dass ihr doch zusammenarbeitet aus diversen Gründen. Ihr wart dann nochmal bei so einem Jäger, wo ein anderer Mann noch verschwunden ist, der Kagun. Die Leiche wurde nicht aufgefunden, sie ist auch verschwunden. Und dann seid ihr zurück in die Taverne, wolltet übernachten und da ist eine Schlägerei entbrannt. Und die hat euch ein bisschen abgelenkt. Vermutlich hat euch in der Zeit jemand euer Bier vergiftet, was ihr dann getrunken habt. Und der erste, der Zwerg, hat sich gedacht, irgendwie schmeckt das komisch, total scheiße, tut total weh. Der Kerl, was, lass mich auch mal probieren. einfach alle rein. Ist jetzt aber auch nichts weiteres passiert. Aber dann kam noch jemand reingestürmt, sagte hier, ein Kollege von dem Inquisitor wäre auch dahin gerafft. Er wäre ermordet worden und alles ist entbrannt. Und ihr habt euch dann gedacht, ja... Wir brechen jetzt mal beim Apotheker ein. Ich habe keine Ahnung, warum, ob ihr jetzt meint, dass der euer Bier vergiftet hätte oder was. Ich weiß es nicht, welchen Sinn das macht, dass der euch anstellt und dann euer Bier vergiftet. Ich weiß auch nicht, warum Ilana ein Seil gekauft hat, obwohl sie einen fliegenden Besen hat. Wahrscheinlich, weil es so schön pink war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Ilana sich noch eine schöne... Ne, ihr habt ja euer Geld wiederbekommen. Ich hatte ja gemerkt, dass ich euch viel zu viel Geld abgezogen hatte. Und Ilana hatte dann die großartige Idee, sich doch für 100 Dukaten eine gelbe Bernstein-Sonnenbrille zu kaufen. Was? Da bin ich einmal nicht da. Ja. Genau. Dann wurde sie noch umworben von Alrigio. Das ist vielleicht für den Vot auch nochmal ganz interessant. Der hat dir nämlich ein Silberkettchen mit Mondsteinen geschenkt. Ich bin gespannt, wo uns die Reise heute hinführt. Und da gehen wir jetzt rein in diese Apotheke, um zu gucken, was da passiert. Ist mir denn ein Spezialschicksal widerfahren wie beim letzten Mal oder bin ich einfach nee, tatsächlich nebenher ist getrottet? Kein, du bist einfach nur im Zombie-Modus nebenher getrottet und mach's jetzt quasi. Dann mal nochmal ganz kurz zu meiner Ausrüstung. Muss ich da jetzt irgendwas berücksichtigen? Ich würde nämlich auch natürlich gerne schon irgendwie was Silbriges an mir haben. Du hattest ja eine Waffe, oder nicht? Ja, genau. Eine Waffe hatte ich jetzt auf jeden Fall. Aber wir hatten noch die Möglichkeit, irgendwie aufzurüsten, oder wie war das? Du kannst deine zwei Rapiere quasi versilbern, kostet 10 Silber. Ja, das mache ich gerne und natürlich auch gerne die Spitzen von den Pfeilen. Ja, kannst du auch machen. Also pro Pfeil war, glaube ich, 2 Silber, oder wie war das? Weiß jetzt noch einer? Ja, 2 Silber. Ja, streich dir einfach, weiß ich nicht, streich dir 25 Silber ab und versilber dir alles. Aber ich kann das auch mal eben machen. Ihr könnt schon mal ins Rollenspiel reingehen, dann schreibe ich dir das einmal. Für dich aber noch mal zur Info, Rot. Wir sind hier eingebrochen, nicht weil wir einfach Lust dazu hatten, sondern weil uns was widerfahren ist, dem Inquisitor. Und jetzt haben wir halt noch Angst, dass dem Apotheker auch was passiert ist. Und um sicher zu gehen, also, dass das nicht der Fall ist, sind wir hier eingebrochen. Diese Vergiftung, diese Biervergiftung war quasi Anlass dafür, dass ihr beim Apotheker eingebrochen seid. Ja. Wir fanden das damals ganz logisch, dass wenn man Gift irgendwo kauft, das bei dem Apotheker kauft. Und da sind wir irgendwie drüber hingekommen, dass wir da mal vorbeigucken. Dann hat leider sich keiner gemeldet. So ist unsere Ausrede zumindest, dass ja Gefahrenverzug sein könnte.
Bevor wir die Tür kaputt gemacht haben, haben wir gesagt, dann knacken wir sie lieber und gehen da etwas unauffällig rein. Da sind wir jetzt. Das klingt plausibel. Wäre ich bei gewesen. Bist du. Du stehst damit drin. Bin ich gerade. Ja, zunächst muss ich erst einmal diese wunderschöne Brille bewundern, die jeden heller wert ist. Absolut. Danke, Wut. Mein Gott, dass du noch bezaubernder aussehen kannst von Tag zu Tag, hätte ich ja nicht für möglich erachtet. Ich glaube, wir können uns diese Floskeln für draußen sparen. Das sind wir nicht keine vielleicht... Floskeln. Und wann man die anbringt, das musst du mir nicht sagen. Du musst erstmal lernen, wie man die hier reinhaut, ja? Und du machst schon wieder die ganze Stimmung hier kaputt. Also, ja, Kjell, schreib das mal auf in dein Buch. Genau. Milana immer Komplimente machen. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um Milana ein Kompliment zu machen. Merkt ihr das? Plötzlich hört ihr Schritte von oben. Jetzt bin ich leise. Nach unten kommen. Apotheker, bist du das? Und wird halt dann Richtung Tür gehen. Zu welcher? Nochmal ganz kurz. Wir sind da mit dem Ziel eingebrochen, den Apotheker zu schützen. Ja. Würdet ihr mich mal vorbeilassen? Ansonsten kann ich nicht. Den Mengbila, wer hat den? Keiner. Plötzlich guckt ein junger Mann um die Ecke. Was tun Sie alle hier? Wir haben geschlossen und was machen Sie auf der anderen Seite der Theke? Ich möchte Sie bitten, wieder rüber zu steigen. Er läuft hier hin und hält euch halt diese Klappe auf. Nun, auf! Was tun Sie hier? Wir suchen den Apotheker. Wir haben geschlossen. Ich bitte Sie zu gehen. Wir sind sonst muss ich die Stadtwache rufen. Ja. Wir sind vergiftet worden. Nun, gehen Sie erstmal hier aus dem Thekenbereich raus. Herrschaften. Ich würde dann mal rübergehen. Ja, ich auch. Du musst uns, glaube ich, auch rüberziehen. Ja. Das ist Einbruch, was ihr hier macht. Jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Was ist denn da übertrieben? Ihr habt die Tür aufgebrochen und seid hier reingekommen. Wer hat die Tür aufgebrochen? Also Senior, ich habe die Tür runtergedrückt und bin reingekommen. Sollten uns alle etwas beruhigen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sindram und wer seid ihr? Nun, wir haben eine Verabredung mit eurem Herrn und Meister und das kann überhaupt nicht sein, am nächsten Morgen, aber hören Sie doch unsere Geschichte erst mal an. Das scheint ein Fehler zu sein. Wir sollten angemeldet sein. Ja. Hat man nicht von uns berichtet, dass wir kommen? Dürfte ich Sie jetzt erstmal bitten, hier hinter der Theke wegzugehen? Ja, wir gehen ja, aber gesagt, du musst können uns wir ja nicht. Achso, weil... Das ist mindestens nicht. Eine Wand dazwischen. So, gut. Also, was machen Sie hier? Wer wurde vergiftet? Was kann ich für euch tun? Ich bin vergiftet worden. Mein Bier ist vergiftet worden. Und der Kjell, der da drüben steht, der ist auch vergiftet worden. Der hat am gleichen Bier getrunken. Das war echt scheiße. Ja, wartet hier einen Moment. Läuft hier rüber zu dieser Ecke und kramt da drin rum und kommt dann mit so zwei Fläschchen wieder. Hier habe ich ein Antiserum, das sollte eigentlich helfen. Danke. Das macht 10 Silberstücke. Ja, ich lege dem nun 2 Dukaten an, oder ist das 10 für sie beide? Pro. Ist das 10 für beide oder für eins? Pro. 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 Dann lege ich dem da 2 also 20. Dukaten. Danke, Gunnar. Das nächste Bier geht auf mich. Ne, anstoßen und auf Ex. Ja, dann rein damit. Skull. Ja, gut, aber hatten wir nicht auch irgendwie die Angst oder die Vermutung, dass dem Apotheker auch was passieren könnte? Ja. In dieser Nacht sind viele verschiedene Sachen passiert. Vom Inquisitor wurde ein Mann getötet und ein Anschlag auf den Inquisitor wurde auch vereitelt. Und es sind ja alle wegen der Werwolfjagd hier. Und der Apotheker, mit dem haben wir morgen ja den Termin. Und mit dem haben wir darüber gesprochen. Und jetzt hatten wir ja noch Angst darum, dass ihm was passiert ist. Als erstes muss ich jetzt mal sagen, ja, schaut mal da aus dem Fenster. Und ihr guckt raus aus dem Fenster. Vor dem Fenster stehen 24 fucking Leute, die hier reingucken.
und euch zugucken. Ja? Ist geil, Leute. Ja. Ich wusste, Manowar bringt euch zu uns. So, 24 Leute. Rekord geknackt heute. Alles gut. Jetzt können wir entspannt weiterspielen. Ich dachte wirklich schon, dass wir hier schon mal hier vor. Nein, da sind keine Leute. Also, 20. Was, wo waren wir stehen geblieben? Ich sehe schon Leute. Seid ihr auch vergiftet worden? Vermutlich. Er holt sich auch so einen Tiegel. Geht es eurem Herrn und Meister gut? Darum sind wir hier. Er ist nicht hier. Er ist unterwegs. Das macht es ja vielleicht sogar noch gefährlicher. Wenn auf uns wurde... Meister Aluris weiß schon, was er tut. Wisst ihr denn, woher er unterwegs ist? Das sagt er mir nicht. Er ist meist geschäftlich unterwegs. Ab und an muss er auch in die Wälder nördlich, um dort bestimmte Pflanzen zu ernten, die er nur zu dieser Tageszeit ernten kann. Und ihr seid was? Ihr seid sein Azubi? Ich bin sein Gehilfe, ja. Aber nimmt er sein Gehilfe nicht mit gerade? Ist denn euer Name? Dabei sein? Ich habe mich doch vorgestellt. Mein Name ist Syndram. Syndram. Komischer Name. Seid ihr auch aus den südlichen Ländern? Aus den südlichen Ländern? Ja, das will ich meinen, dass ich aus den südlichen Ländern bin. Alles andere wäre komisch. Ja, hier, der Tiger, der kommt auch aus den südlichen Ländern. Ich glaube, da ist eine kleine Sprachbarriere vorhanden, aber das tut doch nichts weiter zur Sache. Nun, also, wenn ihr mit Aluris sprechen wollt, dann kommt bitte morgen vor. Dann hat er mit Sicherheit Zeit für euch. Na gut, aber Hauptsache, ihm passiert nichts, oder? Er wird schon auf sich aufpassen können. Naja, in der heutigen Zeit ist es nicht unbedingt ratsam, in diese Uhrzeit alleine durch die Wälder zu streifen. Es hat schon ganz andere erwischt. Ja, dann geht ihn suchen und helft ihm, wenn ihr meint, dass er in Gefahr ist. Was soll ich dazu sagen? Wo können wir ihn denn suchen? Was ist denn naheliegend in euren Augen? Er kann auch einfach hier in der Stadt unterwegs sein. Vielleicht ist er auch im Raya-Tempel, ich weiß es nicht. Muss ins Blinde hineintippen. Ich weiß doch nicht, mein Meister meldet sich doch nicht bei mir ab. Es gibt hier keinen Raya-Tempel. Seid ihr ein Schwindler? Ich meine halt den Puff. Ach, da, wo Gunnar und Arrigo waren. Wir waren im Tempel. Sag ich doch. Tiger, wie war das? Es gibt keinen Raya-Tempel. Wo waren wir dann? Das ist ein anderes Blatt. Ja gut, aber vielleicht sollten wir dann statt den Apotheker, vielleicht sollten wir dann den suchen, der uns vergiften wollte, wenn das überhaupt der gleiche ist, der den Soldaten vergiftet hat oder umgebracht hat, wie auch immer, und vielleicht auch den Apotheker umbringen will. Vielleicht befragen wir lieber nochmal ein paar Leute aus der Kneipe eigentlich. Ja, wir haben ja da mit allen Leuten gesprochen. Die haben wir schon gefragt. Würdet ihr denn hier ein Buch oder Papier darüber, wenn ihr Gift verkauft, Rattengift oder dergleichen? Oder geht das so über die Theke? Das ist alles den gesetzlichen Vorgaben entsprechend geregelt. Also? Teilweise ja, teilweise nein. Es kommt auf das Gift und auf seine Intensität an. Naja, ein Gift, was offensichtlich Übelkeit, also wovon meine Freunde hier betroffen waren. Ich weiß doch, ich habe doch keine Ahnung, wovon eure Freunde betroffen waren. Ihr habt doch gerade mit ihnen darüber geredet. Ja, aber die haben gesagt, denen war schlecht. Ich habe denen hier ein paar Heilkräuter gegeben und denke, dass es jetzt laufen wird. Ich bin doch nur der Auszubildende. Ja. Die meiste Zeit des Tages bin ich damit beschäftigt, Blasen für die Wasserwaage zu holen. Im ersten Lehrjahr noch, okay. Könntet ihr vielleicht einmal nachschauen, ob so ein Gift heute verkauft wurde oder gestern? Ich kann gerne mal nachsehen. Er geht so fragend an so ein Regal und du merkst aber, dass er nicht den meisten Schnall davon hat. Gut, ja. Ich glaube, das bringt hier nichts. Nein, ich denke auch, er ist zu unerfahren. Ja. Er ist halt nur ein Auszubildender. Das Kräutergebräu schmeckt trotzdem ganz gut. Oh, soll es wohl für 10 Silbertaler, oder? Naja, manchmal gibt man's, manchmal nimmt man's. Sie.
Ja gut, wollt ihr euch denn trotzdem anderweitig noch auf die Suche machen? Sollen wir noch irgendwie versuchen, denjenigen heute Nacht zu finden oder sollen wir uns erstmal ausruhen? Ich Ja, denke mal, dass sie abgehauen sind. ja. Wenn Aber das dieselben sich waren. relativ schnell verflüchtigt und die Gassen sind ja auch leer. Man findet hier ja keine Bettler, die man fragen kann. Also, ich sehe das richtig. Wir sind vergiftet worden und dann war da noch jemand, der vergiftet wurde? Der andere wurde mit einem Bolzen beschossen. Der Gardist vom Inquisitor wurde hinterrücks mit einem Bolzen erschossen. Wer könnte denn Interesse daran haben? Jemand, der die Wolfsjagd unterbinden will. Anscheinend. Und es Wie muss ja läuft denn jemand die sein, Wolfsjagd generell? es muss Haben wir ja auch schon jemand irgendwelche? sein, der unsere Pläne gut kennt. Also, sonst Naja, hätte es gut. nicht so gezielt einen Anschlag gegeben, schätze ich. Also Der allein die Inquisitor. Tatsache, dass wir unsere Waffen versilbert haben, wird man ja schon zur Kenntnis genommen haben. Also wirklich geheimnisvoll sind wir ja diesbezüglich nicht. Das sind wir sicherlich nicht. Wir haben es ja auch jedem gesagt. Wir haben ja Ja, mit es einigen darf ja Leuten auch jeder gesprochen. erfahren, dass Wurt von Borronsberg hier in der Stadt ist. Das ist Eben. ja, ne, das ist ja auch eine gute Nachricht für die Menschen hier. Die haben ja jetzt auch lange genug gelitten. Und von daher ist es natürlich auch gut für die Stimmung. Und das sollten wir auch weiterhin tragen. Ja, ruhmreich sein ist ein schweres Los. Man muss auch ruhmreich handeln. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Schreib das auf, Kiel. Das ist ein Ja. wichtiger Satz. Jelda hat ja recht, schreib das auf. Oh nein. Manchmal bereue ich es, Schreiben gelernt zu haben. Ich finde das sehr gut, Kiel. Das machst du super. Ich sehe mich da immer mit so einer Feder. Wie heißt der Buchstabe nochmal? Dann gehen wir auf jeden Fall raus, oder hier ist ja nichts zu erwarten. Wir warten ja noch auf die Rückgang, dass der oder kommt der nicht mehr zurück und hat sich jetzt verzogen. Er hat sich Nee, ganz. der war da also in dem Raum ist er und sucht da irgendwie so ein Bücherregal, aber ihr seht, dass er kein Peil hat, was da steht. Das bringt euch nichts. Ja, also dann lass uns, das bringt nicht wirklich viel. Junge, ja, braucht keine Angst zu haben. Der Kiel hat auch erst letzten Monat lesen und schreiben gelernt. Hey, ich habe mir wirklich Mühe Ja. gegeben. Nun, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Naja, Ja. mal gucken. Schließ besser die Türe ab, es ist gefährlich, das nachts mit Ja, offenen ich Türen guck zu noch mal, was schlafen. mit dem Schloss los ist. Sehr gerne, es ist alles in bester Ordnung. Es ist nur offen, ihr habt es nicht abgeschlossen. Du hattest sie eingetreten, ne? Oder was hattest du Nein, gemacht? geknackt. Ja, geknackt, okay. Er hatte nur Ja, er Feste begleitet geklopft. euch halt zur Tür, wartet so, dass ihr rausgeht und guckt sich halt das Schloss dahinterher an und ganz verwundert und holt halt einen Schlüssel und schließt dann hinter euch die Tür wieder ab. Haben wir denn noch irgendwie, gerade was das Ganze angeht, eine Spur? Haben wir nicht, ne? Eine konkrete. Nee, eigentlich war der Plan, meine ich, so weit, dass ihr am nächsten Tag jetzt den Dolch abholen wolltet und dann wolltet ihr euch eigentlich nach Norden in die Wälder schlagen. Ihr hattet da von verschiedenen Vorfällen in Dörfern und sowas gehört und wollt da wahrscheinlich weiter nachgehen, wo der Wolf sich aufhalten könnte. Und er hat halt gesagt, das ist sein Freund und das wäre total gut, wenn ihr ihn halt mit diesem Dolch verletzt und das Gegengift dann injiziert. Aber vorher wollten wir zu Druiden, bevor wir uns mit dem Ach Wolf genau, anlegen. ja. Ja. Dann Ja, das daran. ist wohl irgendwie Genau. ein langer Marsch und deswegen wollen wir direkt morgens losgehen. Rotzlanger Marsch. Ja, Das ist ein schöner meine Titel. Axt abholen, den Dolch abholen und dann los. Jo. Also auf zurück. Wenn wir zurück sind, würde ich ganz gerne einen tiefen Zug aus unserem Zimmer nehmen. Ach so, ja genau, du kommst zurück und es riecht schon arg. Bin nicht drin. Warum? Warum stinkt's da? Gunnar, aber das Gute ist ja, ich penne ja mit Gunnar in einem Bett, also nicht in einem Bett, aber in einem Zimmer. Gunnar schläft ja nur mit dem Stuhl. Pass Es auf. riecht ja wie am Meer, nur Ja. schlimmer. Ihr müsst das für euch behalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis unter uns als Ehrenmänner. Okay, passt auf. Also ich bin ein Zwerg. Unter Ehrenzwergen und Männern. Okay,
Okay, was denn? Ich gehe so zum Bett und hole diesen sitzigen Fisch hoch. Schaut mal. Hat eure Mutter euch nicht gesagt, dass ihr aufessen sollt? Warum habt ihr den Fisch hier oben? Nein, Warum ist der auch unterm Bett, ne? Er hat den unter der Matratze hergeholt. Weißt du, wir gehen shoppen und was kauft sich Kjell? Einen Fisch? Den stinkenden. Also, zur Erklärung. Gunnar, passt auf. Regio, der wundervolle Frauenheld, der immer gut riecht. Er hat auch noch gesagt, dass er immer gut riecht. Und das wollte ich halt einfach im Geiste der Wissenschaft quasi einfach mal testen. Und da habe ich mir gedacht... Gute Überlegung, Kjell. Du bist ein guter Junge. Was könnte besser sein? Ich kenne keinen stinkenderen, miefigeren Geruch als vergammelten Fisch. Und der mir den verkauft hat, der hat immer nur von frischem Fisch geredet. Und der sah auch nicht so aus, als wäre die letzten 10 Tage auf dem Meer gewesen. Also Kjell, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bist du morgen mal auf den Pott gegangen? Also das ist schon schlimm. Tatsächlich war ich ja auch echt sehr viel im Wald, Gunnar. Also ich bin da leider sehr gebrandmarkt mit. Aber glaub mir, dieser Fisch ist schlimmer. Also ja, wir warten. Leg ihn doch bitte nach draußen. Wir müssen hier noch schlafen. Ja, pass auf. Regio ist ja auch erschöpft und müde und dann die werden bestimmt gleich schlafen. Und dann gehe ich einfach hin und leg ihm die heimlich unter die Decke. Okay. Das wird super. Ja. Wurde als Info für dich, ne? Wir drei pennen, glaube ich, in einem Zimmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Scheiße, Mann, das ist für mich überhaupt nicht gut. Ilan hat nicht mitgedacht. Habe ich ein Einzelzimmer oder bei wem bin ich? Nee, bei uns. Wir haben ein Dreier-, ein Zweierzimmer. Die beiden Stinker sind in einem Zimmer. Ach, okay. Ja. Ja, dann gucken wir so wartet ihr, bis die Stille über die Taverne fällt und ihr hört draußen das Käuzchen schreien und vereinzelt betrunkene Männer, die aus der Taverne nach Hause gehen. Und so langsam kehrt Ruhe überall ein. Kjell, du glaubst, vermutlich hast du jetzt gute Chancen. Schläft Gunnar oder ist er noch wach? Gunnar will schlafen. Okay, der Gunnar schläft. Dann stehle ich mich aus meinem Bett und schleiche in das Nebenzimmer. Mit dem Fisch. Mit dem Fisch. Okay. Ja, und du schleichst dich halt rüber zu der Tür von den dreien. Lausche. So, ja, dann mach mal einen Wurf auf Horchen. Oder wie heißt das? Sinneschärfe, Entschuldigung. Das wird wieder super. Oh, Doppel-1. Ja. Für so eine Scheiße, ne? Das gibt's ja wohl nicht. Du lauscht an der Tür und kannst da aber nichts hören. Sehr schön. Okay, ich öffne ganz langsam die Tür. Unter was fällt das hier? Unter Verbergen wahrscheinlich, ne? Ich denke. Ja, anzuschleichen oder zu verstecken. Gut, dann würfel doch mal auf Verbergen. So. Ich würde dir aber einen Bonus von +2 geben, weil die ja schlafen. Ja. Muss das bei FW hin oder also, wohin? Ja. Mhm. Nee, nicht bei... Oh. Nee, nicht bei FW, dann muss ich nochmal würfeln. Wo hast du es denn jetzt hingeschrieben? Bei FW habe ich das aus Versehen gemacht. Bei Verbergen und dann dieses FW oben. Fertigkeitswertmodifikator. Moment, ich guck. Ich glaube, nee, das ist nicht das Problem. Damit hast du eigentlich noch schlechter gewürfelt. Hast aber 2 Qualitätsstufen auf jeden Fall. 4, das reicht auf jeden Fall. Also kannst dich reinschleichen. Okay. Siehst du im Dunkeln, wie dich so 2 Katzenaugen angucken? Oh nein. Kjell kommt rein und hat einen Fisch dabei. Atlas. Atlas kommt so zu dir geschlichen, springt vom Bett runter, kommt so zu dir rüber.
geht so an den Fisch, riecht so. Atlas, nicht jetzt! Nee, der haut jetzt auch schnell ab, den will der gar nicht haben. Ich schleiche zu Alregios Bett, ich hoffe, ich finde das Richtige. Ist ja kein Hund, Hund hätte sofort reingehauen. Ja, ist ja nicht so schwer zu unterscheiden. Die haben ja schon so alle ihre Charakteristiken und ja, wahrscheinlich auch ihre Klamotten davor liegen oder so. Und dadurch findest du Alregios Bett ganz gut. Er liegt seine Hose neben dem Bett? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Dann wird dieser Fisch nun ganz vorsichtig in seine Hose drapiert. Okay. Ja. Du legst ihn also rein und reibst auch so ein bisschen und schleichst dich dann raus. Nimmst du den wieder mit raus oder lässt du den da drin? Ich nehme ihn mit raus und wenn ich dann wieder erfolgreich in meinem Zimmer ankommen sollte, schmeiße ich ihn aus dem Fenster. Okay. Gut, da brauchst du keine extra Probe mehr würfeln. Irgendwann hörst du draußen, wie sich ein paar Katzen kloppen, beziehungsweise ein Hund. Zwei Hunde kloppen sich. Und dann wacht ihr auch mit dem ersten Hahn, sag ich mal, auf. Und der Tag geht so seine Dinge. Ihr steht auf und geht halt runter in die Dings. Also die drei können mal einen Sinnesschärfewurf machen, ob euch dieser Gestank auffällt. Ihr dürft zwei Bonuspunkte geben. Müsst ihr vorne bei Bonus plus zwei eingeben. Oder was? Ne, Modifikator steht da. Müsst ihr plus. Ja, Ilana, du denkst dir. Puh. Ach so, Kjell war ja hier. Alregio. Eine Qualitätsstufe. Dir irgendwie, boah, scheiße, was stinkt hier so nach Fisch? Ja, und kriege ich das wohl mit, dass es aus meiner Hose so riecht? Ja. Bevor ich sie anziehe? Ja. Oh. Dann ziehe ich meine Ersatzklamotten an. Verdammt. Hast du eine zweite Garnitur dabei? Ich sehe etwas adliger aus damit. Das ist meine Abendkleidung. Das Beste ist, dass Boot es nicht mal mitkriegt, weil er seit zwei Monaten nicht duschen war. Ja, Boot kriegt nichts mit. Nee. Ja, Boot, du stehst so auf und denkst dir, ja, warum zieht der Spinner jetzt da seine Abendkleidung an? Stimmt, Mann, hier ist was los, echt, ey. Ich gehe dann, während wir runtergehen, gehe ich mal zu Ilana und sage, sag einmal, hat dein Kater vielleicht in meine Hose gepischert? Ich bitte dich, nein. Stinkt wie die Pest. Nein? Sicher? Also wir reden hier von Atlas, der ist sauber und rein. Aber er ist doch noch ein Kater, oder hast du ihn? Schniepschnapp. Nein, er ist doch ein Kater. Na, also dann markiert er doch. Wahrscheinlich hat er die Männlichkeit gerochen und dachte, er könnte da noch einmal einen draufsetzen. Welche Männlichkeit. Ja, wie Männlichkeit riecht, habt ihr ja schon demonstriert, werter Boot. Das habt ihr ja schon klar gemacht. Ich hab heute keine Männlichkeit gerochen. Wenn du Männlichkeit riechen willst, dann frag deine Mama. Du hast behauptet, dass deine Achseln danach riechen, wobei sie eigentlich ähnlich riechen wie die Hose. Wenigstens werden die nicht von irgendwelchen Katern angepisst. Stimmt, oder bist du sicher? Ja, es riecht frisch, so wie immer. Ich merk nichts. Ihr Wut ist bei mir heute sehr leise, bei euch auch? Ja. Ja, geht. Ja, bin ich leise? Ja. Ja, warte mal, vielleicht liegt es halt in dem Mikro. Oder kann es sein, dass du über dein Laptop-Mikro gehst? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber jetzt ist gerade lauter. Jetzt okay. Okay. Ja, ich hatte es nicht so ganz laut. Ach so, hast du jetzt lauter gedreht oder was? Ja, aber jetzt. Ja gut, dann ist gut. Okay. Gut, ja, Kjell kommt runter. Sind denn schon alle unten? Ja. Jo. Ja, wir sind. Achso, ja.
Na, guten Morgen zusammen und alle gut geschlafen? Ja, natürlich. Ich nehme so eine Nase und rieche ich irgendwas? Nö. Du siehst heute, der Sausack hat eine andere Hose an. Ich rieche trotzdem auffällig immer so. Was ist das Problem? Wir hatten heute Abend wohl ein Problem, aber ich rieche es mal selber an mir. Ich rieche ja wahrscheinlich ganz so wie immer. Wie immer gut. Wie immer gut. Regio, ihr habt nicht zu viel versprochen. Ihr riecht wirklich immer ausgezeichnet. Selbstverständlich. Ich kann dir bei Gelegenheit mal einen kleinen Tipp geben, was du für ein Duftwässerchen nehmen kannst, dass es bei dir auch besser klappt. Ich dachte, es mit hin und wieder Wasser versuchen wäre gut, aber irgendwie scheinbar reicht das nicht. Ach, natürlich. Wasser reicht voll und ganz viel. Und das auch nur alle, ach, was weiß ich, paar Monde. Lass dir von dem nichts erzählen, oder willst du rufen und riechen wie so eine Raya-Geweihte. Apropos, du kannst, könntest Gunnar und mich das nächste Mal begleiten, wenn du Lust hast. Beten oder was? Ja, beten. Ja, genau. Die richtigen Gebete. Was haben wir gebetet, Gunnar, ne? Aber warum muss ich denn auf den Hocker? So klein bin ich doch gar nicht. Du musst nicht auf den Hocker, der Zwerg musste auf den Hocker. Ja gut, okay, ich verstehe das noch nicht ganz, aber... Ja, jetzt warum nicht? Verstehe ich die Hockerbilder. Hatten wir das nicht aufgeklärt im Chat? Nee, ich habe nicht nachgefragt. Ich dachte. Also. Ja, dann würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen deprimiert Essen bestellen. Ja. Wirt? Morgen? Wirt, hallo? Ja, ist eine Wirtin. Wirtin, können Sie uns vielleicht schon mal 5 Portionen Frühstück bringen? Ich weiß nicht, was meine Freunde möchten. Was wollt ihr? Ich nehme 2 Portionen. Du vielleicht etwas süßes Gebäck. So viel willst du essen, Kiel? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war für Bier, Stuten und Wurst. Stuten, bitte. Was ist mit Eier? Keine Eier mehr im Haus? Doch. Ja, nehme ich. Also ich Bier, Stuten und Wurst. Ja, die bringt euch jedem so eine Holzplatte, wo halt der Kram drauf ist und dann könnt ihr euch im Prinzip satt essen und euch stärken. Und dann würde ich jetzt sagen... Dürfen wir eigentlich noch lange Rast machen oder sowas? Ihr dürft natürlich noch Trefferpunkte generieren und Astralpunkte. Auch, ich weiß nicht, habt ihr das letzte Nacht überhaupt gemacht? Oder, ich glaube, waren auch alle so gut wie voll, ne? Ist halt jetzt nur für... Weil ich ja... Deine Vergiftung, ja. Genau, und Kiel ja auch. Und der Kiel, weiß ich nicht. Wie macht man das denn nochmal? Du hast unter Eigenschaften, hast du auf der rechten Seite so Lebenskraft stehen und einen Mond dahinter. Ja. Den drücke ich an. Danke. Jo. So, habt ihr gemacht, ne? Mhm. Gut. Ja, Ilana wird sich dafür auf jeden Fall noch ne, für den Ausflug fertig machen. Ihren Lippenstift benutzen. Ach, wir haben ganz den Dings vergessen. Sorry, nochmal zurück. Wir müssen ja noch den Dolch holen. Ja, und meine Axt. Und die Axt ist jetzt nicht das Problem. Die Axt kriegt ihr so. Das brauchen wir nicht ausspielen. Die kriegst du einfach so. Okay. Und der Wot kriegt auch seine Waffen. Und dann geht es noch zu Aluris. Vermutlich wollt ihr oder will er ja auch noch mit euch sprechen, warum ihr in sein Haus eingeht. Seid am Vorabend. Bestand ja offen, da sind wir gar nicht eingebrochen. Ja, die Tür des Apothekers steht wieder so ein bisschen auf. Da war ja so ein kleiner Flur, der reinführt, wo es dann durch so eine andere Tür noch geht, die jetzt halt zu, also geschlossen ist. Mit dem Palim tretet ihr wieder ein und Aluris steht halt auch hinter seiner Theke und sucht da irgendwas aufgeregt. Oh, da seid ihr ja. Ich hab gehört, ihr wart gestern Nacht noch da? Also ich vermute mal, dass ihr es wart. Warum? Ja, es waren halt besondere Vorkommnisse, die uns dazu gezwungen haben. Was war denn los? Also, ich bin vergiftet worden, der Kiel ist vergiftet worden. Vergiftet worden? Wie ist das denn passiert? Jemand hat uns was ins Bier geschüttet. Oh Gott, hört sich ja fürchterlich an.
Weil ist nichts weiter passiert? Euer Knecht hat uns Heiltränke oder Gegengifttränke verkauft. Ach, Gott sei Dank. Und die haben geholfen? Es ging auf jeden Fall besser danach. Wie ernst ist sein Mitgefühl? Kann man das mal über Menschenkenntnis abtesten? Ja, kannst du machen. Nein, ist schon, also kommt dir schon realistisch vor. Naja. Jetzt sind schlimme Zeiten hier in den Hall. Also da haben wir nicht mit geredet. Wir dachten, wer seid ihr denn? Mein Name ist Wut vom Bauernsberg, ihr habt sicherlich von mir gehört. Nein. Rigo prustet etwas. Sollte ich? Er ist ein Drachentöter. Ein Drachentöter. Das ist so. Und mein persönlicher guter Freund Dexter hat mich gebeten, ihm hier zur Hand zu gehen, damit ich auch diese andere Bestie entsprechend Chaos machen kann. Ich bin dafür bekannt, dass ich da sehr erfolgreich unterwegs bin. Und dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ja, so sieht das aus, ganz genau. Ja, ja, nun. Loris weiß eigentlich davon, dass wir nicht mit dem Inquisitor zusammenarbeiten. Woher weiß er das denn? Weil wir haben ja mit ihm quasi. Das wusste ich gar nicht. Wir haben mit ihm einen Deal, dass wir den Dolch, den wir gerade bekommen sollen, in den Werwolf jagen. Ja, aber ich war doch die ganze Zeit neben ihm, dann hat er mich doch auch schon vorher gesehen. Nee, irgendwie hat er dich nicht wahrgenommen. Und auch nicht offensichtlich. Wir sind doch diesmal nicht reingelaufen mit Wot von Bauernsberg. Das haben wir uns diesmal gespart. Warum? Ja, ganz im Gegenteil, alle haben noch so gesagt, boah, Gott sei Dank, müssen wir heute nicht wieder, boah, Wot von Bauernsberg. Haben wir nur so richtig schön nachgeäfft, weißt du? Und du immer nur so daneben. Du willst doch nur Stunk in der Gruppe machen. Wie bei immer Ärger mit Bernie. Ja, interessant. Gut, sei es drum. Jedenfalls hat euer Knecht, wie mein Kollege schon gesagt hat, ganze Arbeit geleistet. Aber man merkt doch wohl, es treiben sich hier wohl irgendwelche Mächte Unwesen. Es geht nicht nur um den Werwolf. Es scheint ja auch in Lindern den einen oder anderen Meuchelmörder zu geben. Ja, vielleicht, aber was soll dahinter stecken? Baranos war ein ehrbarer Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, was da noch für ein Mysterium hinterstehen soll. Ja, nicht nur der. Es ist ja auch beim Inquisitor, ist ja ein Anschlag verübt worden gestern. Ja, das meine ich ja damit. Ach so. Gab es hier mal Fälle von Nekromantie? Das ist immer die Frage der... Also, nee, ja. Nekromantie halt nicht. Sondern? Ja, nur weil jemand jetzt einen Toten sprechen lässt, ist er ja jetzt nicht Nekromant. Das liegt so im Auge des Betrachters. Wenn wir den Herrn Brajos fragen, gibt es da sicherlich zwei Meinungen zu. Nee, ich bin da ja Experte. Experte im Nicht-Nekromanten-Sein? Nee, im Nekromantie-Bereich. Ach, jetzt bin ich gespannt. Was macht ihr denn in diesem Bereich? Das ist ja jetzt nun mal schon ein wenig sehr speziell. Ja, und ich hatte euch ja gesagt, ich hatte mit Baranos versucht, ein Mittel herzustellen, mit dem wir Tote zum Sprechen bekommen. Das ist ja keine Nekromantie. Ja, aber für einen Boron-Geweihten ist es schon ungewöhnlich, dass er solche Sachen tut, denn die Toten sind ja zum Schweigen verdammt. Vermutlich hatte sich dieser Gott, der vor gut 40 Jahren dies alles hier erschaffen hat, sich damals noch nicht so tiefgreifende Gedanken um die Hintergründe unserer Welt gemacht. Das ist sehr weit weg, würde ich sagen. 80 Jahre, ja, so lange ist das schon her. Und ihr habt wirklich nicht von mir gehört? Ich bin ein Drachen. Kamen hier keine kleinen Kinder vorbei und haben von ihm erzählt? Kindermund tut Wahrheit, Kund. Bisher nicht. Das wird noch kommen. Und Betrunkene, und Gunnar? Ja. Die sagen auch immer die Wahrheit. Gunnar sagt sowieso immer die Wahrheit. Außer er lügt.
Ja, wer von uns würde denn den Dolch nehmen? Ach so, das ja, hat der wir doch schon besprochen, dass du den nimmst, Kiel. Genau. Hier ist der. Ihr wollt ihn, er gibt ihn dir, Kiel. So ein Mengele ist, glaube ich, ziemlich schnell kaputt, ne? Der hat einen miesen Waffenvergleichswert, der bricht ziemlich schnell, ne? Ja, genau. Soll er ja auch, der ist ja dafür da, ne? Ja, aber das heißt auch wahrscheinlich, dass man nur einen vernünftigen Angriff so richtig hat. Guck mal, der ist sogar hier angelegt, Mengbila. Ist ja geil. Ui. Wo ist er, der Kiel? Ist denn das Gegengift da schon drin? Da ist das Gegengift schon drin, ja. Also wie ihr möchtet, der kann euch das jetzt auch so geben und ihr macht es halt dann selber rein. Das ist, würde ich euch jetzt überlassen. Nee, das soll vom Fachmann gemacht werden. Okay. Ja. Gut, ja, dann füllt er ihn dir. Alles klar, hast du drin. Hier alles angelegt ist, ne? Also muss ich euch sagen, zu Hause, ne? Wenn ihr DSA noch nicht mit Foundry spielt, macht es. Ist echt geil gemacht. So, versilberter Mingmila. Okay. Gut. Und ja, hat das Zeug halt da reingemacht. Das können wir uns aber so merken, denke ich mal. Denke auch, mit dem schönen Stück hier haben wir dann nur einen richtigen Versuch. Ne? Dann müssen wir uns wirklich zusammenreißen. Genau genommen nicht wir. Du. Meinst du, weil ich das, was mir an Fähigkeiten für Frauen fehlt, habe ich mit Werwölfen? Du kannst generell sehr gut mit Druck umgehen. Von daher, ich mache mir da gar keine Gedanken. Was soll schon schief gehen? Naja, also wir werden in Werwölfe verwandelt, wir sterben. Oder jetzt sei ruhig. Mach den Jungen nicht noch nervöser, als er schon ist. Mit ich dachte, der braucht Weltraum Druck. Ist. Er ist so etwas wie der Frodo von Winhall. Ja. Das Kinderbuch, was du uns noch vorgelesen hast, das war super. Ja, damals im Kindergarten, das war doch Zeit. Habe ich deswegen haarige Füße? Na gut, okay. Ja, habt ihr noch irgendeinen Tipp für uns? Außer lasst euch nicht kratzen, beißen, töten. Wie wichtig ist, dass ihr euch nicht beißen lasst? Okay, die Salbe haben wir ja. Ja, dann auf jeden Fall danke für das Vertrauen. Wir werden das auch nicht vergeigen. So ist es. Ja, und Kiel packt das Ding weg. Das ist eine Waffe. Nickt euch selbstsicher zu. Ich persönlich bin da nicht so sicher. Das ist eine Waffe, die sollst du Meuchelmörder tragen. Versteck die, die sollte keiner sehen. Das wird nur für Aufsehen sorgen, wenn irgendjemand sieht, wie Dings. So. Und so würde ich euch jetzt Binhal verlassen lassen und die nostrischen Wälder aktivieren. Seht ihr die Karte? Jo. Ja. Okay. Gut, ja, ihr seid in Winhall. Dir wurde ja der Weg zu der Druidin gesagt. Ach so, ein Kästchen ist immer eine Meile. Hm. Stimmt, jo. Der Weg, den du dir gemerkt hast, Kell. Wir folgen dir. Ja. Nee, kannst jetzt als Jäger glänzen, sag ich mal so. Super. Kein Druck. Also es war aber auf jeden Fall erstmal Richtung Norden. Ein Abenteuer. Und da war das an der Kreuzung und dann rechts und danach dann irgendwann wieder links und dann in der Festung weit im Norden. Ja, genau da müssen wir hin. Dann zieh das Token. Oh oh. Kannst du draufklicken, kannst du mit den Tasten auch weiter bewegen, mit den Pfeiltasten. So gehe ich dann immer eine Meile. Genau. Das ist so ein bisschen wie Minesweeper. Hier wollte ich hin. Also wir wollten hier an die Kreuzung. Aha. Und dann wollten wir... Und dann würde ich sagen, zählen wir mal so ein bisschen die Kästchen mit. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ihr seid jetzt gut eine Stunde unterwegs. Mhm. 5 Meilen die Stunde? So ungefähr. Das sind ja Kilometer im Prinzip, ne?
Okay. Also es ist Umrechnung 1:1. Ja, ist 1:1 bei DSA. Es sind Meilen, aber die Meile ist 1 Kilometer. Oh. Nee, einfach damit sich ein bisschen fremder anhört. An der Kreuzung müsste ich eine Schilder sehen. In einer Richtung ist Olnast und die andere Richtung weiß ich nicht mehr. Ich meine, rechts war Olnast. Rechts dann steht Olnast, links ja steht Volkertshafen. Wir wollen nach Olnas in die Richtung. Ich zieh mal. Ja, ich würde so auf meinem Besen daher schweben, um mich ein bisschen zu. Mach immer so 5, dann machen wir immer ein Päuschen, ne? 3, 4, 5. Weil dann sind wir 2 Stunden unterwegs. Ja. Das wäre hier, ne? Das heißt, wenn ihr so um 10 Uhr losgekommen seid, sag ich mal, wäre jetzt 12. 10 ist aber schon ein bisschen arg spät, oder? Ja gut, dann machen wir 11. Können wir ihn denn irgendwie unterstützen eigentlich bei der Orientierung? Ihr seid ja jetzt auf einer Straße unterwegs, was willst du da in Orientierung helfen? Straße kann man ja auch mal fragen, wo wir, in welche Richtung wollen das ihr liegt. Begegnet tatsächlich kaum Leuten. Also in der Nähe von Windhall noch dem einen oder anderen Baumfäller oder Jäger, aber umso weiter ihr rauskommt, umso weniger Leute trefft ihr da auch. Ja, aber die Baumfäller können uns ja sagen, wo Olnast liegt. Welche Straße entlang. Ja, aber habt ihr jetzt nicht gefragt. Jetzt sagst du, dass ich jetzt erst komme. Das ist ja... Ich meine... Ich habe volles Vertrauen in dich. Kerl hat doch alles. Er hat doch den Plan. Ist doch euer ja Navi, euer TomTom. Was geht denn? Ich meine, wir müssen jetzt Richtung Norden. Kiel. 2. Ja, Kiel. 3, 4, 5. So, und ihr seid jetzt 3 Stunden und ihr seht halt langsam, wie dieses Wiesen- und Weideland um euch rum weniger wird und der Wald euch langsam umschließt, indem ihr jetzt ungefähr 20 Minuten lauft. Merkt, wie dieser Wald halt immer dunkler und düsterer wird und irgendwie so eine ganz unheimliche Atmosphäre sich bringt. So langsam aber sicher seid ihr auch echt hungrig und eure Füße werden langsam müde. Lass uns doch den Wald noch hinter uns bringen und danach eine Pause machen. Sind wir mal da? Da scheint die Sonne so arg. Lass uns mal hier im Wald bleiben. Was soll schon passieren? Ich fand in der Sonne eigentlich ganz schön. Ja, aber das Marschieren ist nicht so gut. Wir hätten Pferde mitnehmen sollen. Ja, stimmt. Wir hätten uns eine Kutsche leihen können. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und ich würde so elegant von meinem Besen runtersteigen. Ich habe mich die ganze Zeit schön gesonnt. Meine Sonnenbrille abnehmen, toll, jetzt wird es ja auch noch dunkel. Aber ist das mit der Zeit nicht auch ungemütlich, immer auf diesem harten Stock zu sitzen? Ich glaube, das geht, muss man da nicht auch irgendwie Flugsalbe oder hält die ein Jahr? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Oder ob man die immer neu auftragen muss für eine Stunde oder zwei. Weiß halt gar nicht. Hat das nicht damals richtig gesehen, dass das bis zum nächsten, keine Ahnung, was Hexenfest oder sowas. Ja, kann auch sein, ja, kann tatsächlich auch sein. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Mal ein anderer mal gucken. Also, wollt ihr lieber rasten oder noch einmal durch den Wald durch? Aber ich meine, wollten wir im Wald nicht auch nach der Druidin suchen? Wollten wir nicht zu der? Ist sie hier in diesem Waldteil? Ist sie rechts, links oder wo ist sie? Da. Ich glaube jetzt nicht querfeldein in die eine Meile nach der anderen durch den Wald. Also für die Druiden hatte ich mir aufgeschrieben, wenn wir in Olnast sind, müssen wir nach Osten, dann nach Norden, dann 10 Kilometer nach Norden und links wäre ein Pfad, den wir rein müssen. Das hört sich genau richtig an. Ja, Kiel, und wo sind wir jetzt? Das ist die Frage. Ja, wir sind zur Kreuzung, rechts Richtung Olnast, dann wieder nach Norden und da sind wir jetzt auf dem Weg weiter durch den dunklen Wald. Dann würde ich sagen, gehen wir doch lieber weiter noch Richtung Norden. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Okay, also macht ihr keine Pause und reist weiter.
Nach etwa wieder einer Stunde kommt ihr auch aus dem Wald raus und ihr seht dann auch schon die Beschilderung nach Olnast und denkt euch, gut, jetzt brauchen wir auch keine Rast mehr machen, jetzt können wir auch weiter bis nach Olnast und eventuell dort rasten, wenn ihr möchtet. So, kleine Mittagsmahlzeit, wenn da eine Taverne ist und ein Bierchen nebenbei, kleine Kneipenschlägerei. Was? Okay. Herr Wirt, was liegt denn hier noch auf innerhalb eines Erstmal Tagesmarsches? Erstmal zeige ich euch Bild. Ah. So, das ist Olnast, ein verwegenes kleines Dörfchen mitten im Wald. Ich hoffe, da steht nicht wieder irgendwo eine Couch rum. Wenn ja, dann wird der Peter sie schon finden. Aber die haben Sonnenkollektoren, der eine da, oder was? Nee, das Dach ist nicht ganz fertig gebaut, glaube ich. Also, okay. Ja, aber die, guck mal, das ganz rechte Fass, das ist so schmal. Das ist schon eigentlich ein Schild. Geil. Vielleicht ist es auch ein Schild. Fest von Schild ist das gleiche. Eindeutig Torwaldsche Einschläge hier. So, ja, und die Bauern und so weiter laufen da halt rum und gucken und begrüßen euch erstmal. Oh, Fremde, was führt euch denn hier nach Olnast? Ja, die 12 zum Gruße. Hallo. Grüße, du redest mit so einer Bäuerin. Nächstes Mal wollen wir rasten. Ihr wollt rasten? Dann kommt mit. Das Essen ist gleich fertig. Wir haben bestimmt noch etwas für euch über. Oh, das wäre wirklich zu schön. Pravia sei es gedankt. Ja, sie führt euch zu einem Tisch, der draußen steht und lässt euch da Platz nehmen. Nun, bitte setzt euch. Ich hole euch etwas Suppe. Läuft da mal Ansehnliches rum? Ja, ich glaube. Ah, da mag auch die ein oder andere junge Magd rumlaufen. Ja, aber guck dir mal den ihren Stil an, ja? Das ist nur keine Chance. Die gelbe Brille ist unschlagbar. Ja. Nee, ich dachte jetzt auch weniger an mich. Als an Kjell, oder was? Immer wieder drauf. Oh Mann, ey. Also Kjell, jetzt musst du mal so langsam zeigen, was du gelernt hast. Hier, ne? Guck mal, die da hinten. Die ist doch genau richtig für dich. Geh mal hin und sag dir, du musst dich nicht verstecken. Du bist auch schon fast ein richtiger Mann. Ja. Ich guck so hoch und guck mir so eine Mit-50er-Frau an. Wot, war da vielleicht auch was in eurem Bier? Nee, jetzt mal ernsthaft. Du musst das einfach auch mal machen. Das geht nicht anders. Das mussten wir alle so. Ne? Das können nicht immer nur Schönheiten sein. Ich hab gerade... ich weiß, ihr kennt das nicht. Ihr habt schon solche Herausforderungen. Ihr habt einen Drachen getötet. Ein Drachen. Jetzt halte ich hier diesen Mengbila in meinem Rucksack, aber quasi in meinen Händen und wir sind auf der Jagd nach einem Werwolf. Ich glaube, wenn ich jetzt zu irgendeiner Frau gehe, da macht mein Dolch nicht mehr viel. Es ist doch ganz offensichtlich. Du musst zur Ruhe kommen, wenn du diese Waffe benutzen möchtest. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du innerlich wirklich ruhen. Und das schaffst du nicht, wenn du... Naja, du weißt schon. Ja. Du musst dich austoben. Du musst nochmal ganz kurz sehr entspannt sein. Muss ich mich wieder prügeln? Nee, das andere, in dem du nicht so gut warst. Plötzlich wird die Tür aufgedonnert und ein dicklicher, ältlicher Bauer kommt halt heraus und guckt euch an. Was wollt ihr hier? Wen hat Hanna da schon wieder angeschleppt? Ihr nichts nutzt, ihr tauge nicht, seht zu, dass ihr wegkommt. Wir suchen bereits zum Gruße einen Platz für eine Rast, das sagten wir, eurer Frau oder Tochter, ich weiß es nicht. Als er sieht, dass ihr keine Streuner seid oder Vagabunden, wie er es vielleicht gedacht hat, wird er so ein bisschen ruhiger. Oh, verzeiht, ich dachte, sie hätte... Bitte setzt euch zu uns. Wir möchten natürlich für unser Essen auch bezahlen. Wir möchten nichts geschenkt bekommen und wir möchten auch keinen... Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Windhall.
Aus Windhall. Und was wollt ihr hier oben im Norden? Wir sind auf der Suche nach einer Druidin. Yandara. Yandara. Ja. Kennt sie? Ich kenne sie, ja. Wie lange weit ist sie von hier noch entfernt? In Zeit. Schaffen wir das noch heute oder? 3 bis 4 Stunden. Je nachdem, wie schnell ihr unterwegs seid. Wir stammen nicht von hier. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Hilfe geben könntet und uns zu dieser Druidin führen könntet. Natürlich müsst ihr das nicht umsonst machen. Ich wage mich nicht in die Wälder, mein Freund. Niemals. Ihr seht aus wie ein stattlicher, mutiger Mann. Ja, und ich werde mich mit Sicherheit nicht mit den Wölfen dort rumtreiben. Ach, bei Tag sind die Wölfe harmlos, das weiß ich. Ja, jeder. Dann könnt ihr ja auch alleine gehen. Ich habe einen Drachen getötet. Na, dann sollte ein paar Wölfe ja kein Problem darstellen. Das will ich damit sagen. Als ob die Wölfe bei helligstem Tag da in den Wäldern. Man muss doch nicht allen Geschichten glauben. Es sind nicht nur die Wölfe. Es ist schwarze Magie. Schwarze Magie. Am Friedhof von Dorn, da wurden letztens Leichen gestohlen. Irgendetwas Nekromantisches geht da vor sich. Es sind nicht nur die Wölfe. Da steckt etwas anderes dahinter. Leichen gestohlen. Gruselig. Gruselig. Wir haben doch mit dem gesprochen. Und war der das? Murgol von Andergast, ich sag's euch, der steckt dahinter. Und der hat irgendeinen bösen Nekromanten dort in den Wald gesetzt, der dort die Tiere kontrolliert. Es hängt alles mit ihm zusammen. Murgol von Andergast, merkt euch meine Worte. Ja, der Wald ohne Wiederkehr. Ich kann euch gerne Verpflegung geben. Ich kann euch den Weg beschreiben. Aber ich werde nicht aus diesem Dorf gehen. Ist das eine große Hilfe? Wir haben ja einen tüchtigen Fährtenleser, der uns schon führen wird, der uns auch hier zu euch führte. Ich würde wohl trotzdem ganz gerne nochmal hören, wo wir lang müssen. Ihr müsst nach Norden reisen, weiter zurück zum Weg, wo ihr hier zur Stadt abgebogen seid oder zum Dorf. Und von dort aus reist ihr weiter Norden und dann den Pfad nach Westen abbiegen. Okay. Auf der Karte links ist, ja. Und wenn der zu Ende ist, dann müsst ihr den kleinen Pfad nehmen. Entlang an der großen Eiche. Von der großen Eiche durch die Wiesen und dort an der dreifachen Birke wieder rechts. Und wenn ihr von dort... Es ist eine Birke, die in 3 Stämmen wächst. Wo seid ihr groß geworden, Drachentöter? Also das weiß man doch wirklich. Nicht hier, wo man von dreifachen Birken spricht, aber weiter. Dreistämmig, habe ich gesagt. Ich bin zwar stämmig, aber das sieht ja schon fast an, als wenn ihr sagen würdet, ich wäre fett. Also so, ich habe einen Stamm für 3, aber eine dreistämmige Birke, naja. Nun, rein optisch hatte ich ehrlich gesagt gedacht, dass ihr eventuell Hilfe bringen könntet, aber wenn ich euch so reden höre... Ja, verzeiht, die Oberstübchen sind bisweilen leer, wenn man nichts gegessen hat. Nun, das mag sein. Also wie gesagt, wenn ihr dann an dieser dreistämmigen Birke rechts abgebogen seid und durch die Farnwiese gelaufen seid, dann geht ihr direkt auf ihre Lichtung zu. Okay, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und dieser Murgol von Andergast, was hat es denn damit auf sich? Treibt er sich da hier irgendwo rum? Nein, er ist... Ich weiß nicht, ich hab's nur gehört. Er soll irgendeinen Nekromanten dort in den Wald gesetzt haben, der sich mit allerlei schwarzmagischen Dingen beschäftigt, die nicht bohren gefällig sind. Er kontrolliert, oder dieser Nekromant, den er dort eingesetzt hat, kontrolliert die Wölfe. Also ein Nekromant, der Werwölfe kontrolliert, das ist ja wirklich die Höhe. Ja, Wölfe, er hat von Wölfen gesprochen. Werwölfe, das ist doch alles dasselbe. Ja, es ist schon ein gewisser Unterschied. Auf den Weiden wird unser Vieh gerissen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Wurde bei der letzten Leiche, die wir
gefunden hatten. Da konnten wir uns doch die Bissspuren ansehen und feststellen, dass der Biss nicht dem eines normalen Wolfes glich, sondern dass der zu groß war. Da hatten wir gar nichts gesehen. Mich ja korrigieren, weil da ja gar keine Leiche war. Ach stimmt, keine Leiche. Streich das. Aber im Haus waren Kratzer. Ja. Und da ich aus dem Kindergarten wusste, wie so Wolfskratzer aussehen, war ich überzeugt davon, dass das welche sind. Ja. Die gleichen Kratzer haben wir aber auch an der Stelle gefunden. Ich glaube, die waren trotzdem da. Und Wolfshaare haben wir ja gefunden. Genau, die waren da, ja. Okay. Ja, dann nun schnelles Essen und weiter geht's. Solange es noch hell ist. Ja. Ja. Dann wäre die Beschreibung. Kiel, du hast mitgeschrieben, wo wir hin müssen? Ich bin voll da, die Wälder sind mein Zuhause. Gut, ihr haut weiter rein und macht euch dann auch wieder auf den Weg und zieht weiter euren Weg. Und sollte alles gut gehen, würdet ihr auch in der Abenddämmerung bei der Druidin ankommen, glaubt ihr, wenn ihr den rechten Weg findet. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wenn nicht, dann sitzt ihr halt nur in einem Wald fest voller Werwölfe. Was dreistimmigen der Birke. An der dreistimmigen Birke. Mhm. Ilana macht sich ja gar keine Sorgen drum. Kell, schafft das. Ich würde auf dem Weg noch so ein paar Blümchen sammeln, mir so eine. Du kannst immer schön nach oben fliegen und gucken, ob da irgendwie was durch die Wälder hascht oder so. Mach du mal, ich mach schon mal unheimliche Musik. Ich meine, wenn da irgend so ein Wolfsrudel oder so ein Ungetüm auf uns zugerannt kommt, dann ist das immer ganz gut, wenn das irgendjemand von oben schon so sieht. Gegen Wölfe kämpfen wollen, müssen wir auch gut aussehen. Willst du auch einen Blumenkranz? Ich kann mir noch so viel Mühe geben, wie ich möchte. Ich werde nie an dich heranreichen. Ein Esel bleibt ein Esel, selbst wenn er einen edlen Sattel trägt. Hört auf euch zu streichen. Ich suche hier zu streiten. Ich suche hier den kleinen Pfad. Ich streiche dich noch gar nicht. Hier geht es doch gar nicht weiter, offensichtlich. Dann mach mal einen Wurf auf. Was haben wir denn da? Orientierung oder was gibt's hier? Ja, Orientierung gibt es. Mhm. Wo ist es denn bei? Bei? Orientierung ist bei Naturtalente. Ah, da. Ja. Ja, du guckst dich so um, du kannst aber diesen Pfad nicht finden. Kann ich einer von euch nochmal kurz schauen? Also ich beschreibe euch das mal. Wir sollten nach Norden den Pfad entlang, dann nach Westen. Und an dem Pfad hier nach Westen, wo wir jetzt lang gelaufen sind, hier sollte irgendwo ein kleiner Pfad sein. Aber ich sehe hier nichts. Wirf mal dann bei Würfeln. Ja, dürft ihr. Ja, wer, wenn nicht der Zwerg, guckt halt rum und findet es. Also Regio guckt, keine Ahnung, wo der hinguckt, in die Wolken. Auf Ilana. Ja. Genau. Ja, gut sein. Guck mal hier unter dem Gebüsch. Du bist noch zu groß, du hättest ihn gar nicht sehen können. Ach da. Geh so in die Hocke. Ja, dann denke ich, müssen wir da lang. Ist der im Norden, Gunnar, oder? Ja, ne? Ich hole meinen Kompass mal raus und gucke. Ja, es geht nach Norden da. Okay. Alles klar, Leute. Wir suchen jetzt die große Eiche. Hast du ja keinen Norden, keinen Kompass? Du brauchst jetzt nicht mehr ziehen, so weit geht das da nicht mehr. Große Eiche. Ich drehe mich so um. 5 Millionen Bäume. Ihr folgt diesem Pfad und kommt dann tatsächlich an eine sehr große und prägnante Eiche. Die muss es bestimmt sein, oder? Das wir müssen weiter über die Wiesen. Ja, genau. An der Eiche entlang der Wiesen. Und dann suchen wir da die dreifache Birke. Da müssen wir dann rechts. Und so folgt ihr diesem ganzen Weg, den er euch beschrieben hat. Und kommt dann schließlich zu dieser Frau.
Die dort gerade irgendwelche Bäume, also nicht Bäume, irgendwelche Kräuter schneidet und sammelt. Und sie hat da eine Hütte, aus der halt Rauch aufsteigt. Vermutlich, es riecht gerade auch irgendwie nach Essen. Und ja, die, als sie das Knacken im Wald hört, guckt sie halt zu euch rüber. Hey, geh du mal zu ihr hin. Du kennst dich mit diesem Waldvolk am besten aus. Du machst das so wieder verkehrt. Ja, meint ihr, ich hab da schon wieder die besten Chancen mit. Oh, Reisende, was kann ich für euch tun? Schönen guten Tag. Wir wurden von einem Freund von euch geschickt. Wir sind gekommen, um uns dieser, ja, Wolfs- oder Werwolfsgeschichte hier anzunehmen. Ein Druide hat uns in eure Richtung geschickt. Ihr wollt euch der Wölfe annehmen? Ja, und man hat uns gesagt, wir könnten vielleicht einmal mit euch sprechen. Wir hörten, jemand hat sich an der Natur vergangen und schreckliche Experimente mit der Nekromantie angestellt. Ja, es gehen Wölfe und Werwölfe in diesen Wäldern um, das stimmt wohl. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Yandaha ist mein Name und wer seid ihr? Gunnar. Hallo, mein Name ist Ilana. Mein Name ist Roth von Boronsberg. Ich bin der Weise meines Volkes. Cavaliere di Regio di Bonzello. Seid ihr Weise eures Volkes? Dabei seht ihr aus wie ein Drachentöter. Ja, das und kommt noch dazu. Aber seid willkommen. Vielleicht sollten wir dieses Gespräch lieber drinnen führen, in der Sicherheit der Wände. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir freuen uns, wenn wir uns ein wenig ausruhen können. Ja, sie geht vor und öffnet die Tür und ihr tretet ein in ein relativ kleines, aber behagliches Haus, in dem sie alles hat, was sie zum Leben braucht. Also über dem Kamin hängt halt ein großer Topf, in dem sie gerade irgendwie eine Suppe dazu bereitet hat. Sie hat da verschiedene Kräutersude, die sie gerade herstellt und Tinkturen und sowas und bittet euch Platz zu nehmen um die Holztafel, die sie da hat. Nun, aber, also, wie kann ich euch helfen? Der Anguilla, hieß er, glaube ich, hat uns zu euch geschickt. Er meinte, er könnte ihr mehr erzählen. Wertvolle Informationen für uns, ja. Bitte wer? Ich glaube, Anguilla. Anguilla. Ein Druide aus dem Süden. Den noch nicht gesehen. Ach so, ja, ich weiß, wen ihr meint. Er hat euch zu mir geschickt. Sie. Wie geht's ihm? Ich hoffe doch gut. Er war gute Dinge. Er ist in Sorge wegen der Geschehnisse, die sich da. Wegen der Wölfe. Selbstverständlich. Nun, wisst ihr, sie sind sehr aggressiv und lassen sich auch nicht durch Feuer verjagen wie normale Wölfe. Meistens, also zumindest die Wölfe nördlich der Karenstraße. Umso weiter in den Norden kommt, umso schlimmer wird es mit ihren Aggressionen. Habt ihr schon mal einen gesehen? Oder habt ihr keine Angst, dass sie bis nach hier kommen? Nun, diese Lichtung hier ist durch meinen Schutz versehen. Hier können sie nicht hin und sie haben das Gebiet hier auch bisher gemieden. Sie sind eher daran interessiert, die Dörfer zu attackieren und das Wild dort oder das Nutzvieh dort, zu töten und zu fressen. Glaubt ihr auch, dass der Magier Morgul dahinter steckt, aus Andargast? Nein, das halte ich für ein Gerücht. Es sind drei Werwölfe, die umgehen hier in den Landen. Das sind 150 Dukaten. Und einer von ihnen trägt
eine Priesterrobe, eine schwarze. Also ja. Die Überreste. Den suchen wir. Den suchen wir als erstes eigentlich. Aber woher wisst ihr, dass es genau drei sind? Nun, ich habe Methoden, mit den Wesen der Natur zu sprechen und zu kommunizieren. Ich habe sie auch jagen sehen, aber sie haben mich nicht wahrgenommen. Wirklich ja, beeindruckend. Das beibringen? Das kann man nicht so einfach beibringen, sehr geehrter Angroschim. Sie haben das, doch... Der eine kann halt mit der Natur sprechen, der andere mit dem Fels und der nächste kann mit den Wellen des Meeres kommunizieren. Ich kann mit Schiffen sprechen. Seht ihr? Ein Werwolf. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ein Werwolf ist doch des Tages über ein Mensch. Drei Werwölfe. Drei Werwölfe sind entsprechend drei Menschen. Befinden Sie sich als Mensch jetzt gerade hier im Wald? Soweit ich weiß, kann die sich auch... Das kann ich euch nicht sagen, wo sie ihren Unterschlupf haben. Vielleicht leben sie irgendwo in einer Höhle oder haben einen anderen Unterschlupf gefunden. Kennt ihr denn besondere Orte, wo sich sowas anbieten würde? Nun, die Wölfe werden häufig nordöstlich von Grudingstein sehen. Dort gibt es ein altes Herrenhaus, ein verfallenes. Vielleicht könnten sie sich dort aufhalten. Es gäbe ihnen zumindest tagsüber den Schutz, den sie benötigen. Sind das die drei, die in Wien Hallung gekommen sind? Was glaubt ihr? Also ich meine, der Boron-Priester ist offensichtlich durch die Kutte zu erkennen, aber die anderen beiden? Naja, es war ja dann ein Jäger, ein Boronspriester und wer war der Dritte? Ja, noch ein Bauer oder so etwas, hä? Knecht. Ein Knecht, meine ich. Knecht. Nein, das ist das Gleiche. Ja. Okay. Ist was an dieser Vermutung dran, dass Werwölfe auch irgendwann einen Status erreichen, in dem sie sich nicht mehr zurückverwandeln? Nun, wohl das erwähnt. Also die Wölfe jagen normalerweise bei hellem Mondlicht. Einer von ihnen ist aber jede Nacht unterwegs. Der mit der schwarzen Kutte? Das weiß ich leider nicht. Das bedeutet aber, wenn wir in einer Nicht-Vollmondnacht losziehen, haben wir zumindest die Chance, uns nur um einen Werwolf kümmern zu müssen. Wenn ich das richtig verstehe. So hört es sich an. Allerdings schmälert das unseren Lohn, wenn das der Fall ist. Ja gut, vielleicht, wenn sie sich als geschwächte Menschen dann da mit aufhalten, würden wir es ja sehen. Aber wir werden es dann nur herausfinden, wenn wir quasi dann zu dieser alten Hütte gehen würden, zu diesem Herrenhaus. Ja, das sollten wir aufsuchen. Habt ihr denn... Ja, vorher sollten wir einen Plan machen. Nicht, dass wir einfach reinschneiden. Ja, bitte. Gibt es vielleicht irgendwie auch einen Schutzzauber, den sie über uns aussprechen können? Oder anderweitige Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen? Ein Schutzpulver in gewisser Weise schon. Ja, ich habe einige Dinge, die euch vielleicht helfen können. Zum einen gibt es an der westlichen Quelle des Truhenbachs, also der Truhenbach entspringt an seiner westlichen Quelle aus einer Silberader. Das Quellwasser, das dort emporsteigt, lähmt die Wölfe für eine kurze Zeit. Also wenn ihr die Möglichkeit hättet, dort Glasfiolen oder etwas ähnliches abzufüllen, könntet ihr dort Wurfgeschosse oder so etwas, um sie zu lähmen. Wo befindet sich diese Quelle?
Könnt ihr uns da einen Weg beschreiben? Runbach. Tja, ich könnte eine Heiltrankflasche leer machen und ich hätte meine Feldflasche. Der Trunbach, also die Stadt Trunbach liegt westlich von hier. Und durch diese Stadt fließt der Fluss. Er kommt von Norden her aus den Bergen und entspringt im Prinzip, die Quelle ist östlich vom Herrenhaus. Ihr wärt also dort ganz in der Nähe vom Herrenhaus schon. Welchen Herrenhaus? Da wird sich Wölfe rumtreiben. Wahrscheinlich rumtreiben. Ja. Wenn sie also, menschliche Gestalt annehmen, müssen sie irgendwo unterkommen. Das ist ja so eine alte Ruine, vielleicht ganz zweckmäßig. Also prinzipiell zum Bach gehen, Wasser aufladen, ab ins Herrenhaus. Quelle müssen wir aber nicht nur zum Bach, ja. Nun, nur an der Quelle ist das Silber, oder habe ich das falsch verstanden? Nur an der Quelle ist das Silbergehalt. Nur an der Quelle ist der Silbergehalt so hoch, ja. Ich habe hier noch einen Trank, den ich euch zur Stärkung mitgeben kann. Sie holt so einen Heiltrank hervor. Der würde 25 Trefferpunkte heilen. Oh, wow. Und ein Pulver, das ihr in ein Feuer streuen könnt und mit dem sich der Himmel schlagartig bewölken lässt. Das ist auch gut, um Ilana mal abzufangen, falls sie davon fliegt. Das bleiche Mardermal und macht gelbe Augen stumpf. Gelbe Augen stumpf, ja super. Passt ja. Also ich glaube, also so ein kräftiger Trank, das ist sowas für Gunnar. Den Trank sollte jemand nehmen, der vielleicht damit wieder so zu Kräften kommt, dass es ihm fast ein Leben rettet, ja. Also ich weiß Gunnar. Nicht, vielleicht eher du oder Ilana. Gunnar und Wurt und ich können uns unserer Haut erwehren. Das stimmt, ja. Aber ich dachte, Gunnar steht halt vorne vor mit seiner riesigen kleinen Holzfäller-Axt. Riesigen kleinen. Verteilt nicht tödliche Schläge. Und ich dachte, ich feuer euch an und ihr beschützt mich einfach. Ja, aber wir können ja nicht alles auf einmal tun. Das ist ja immer... Ja, das stimmt. Ja, aber ist es nicht... Einer wird es immer tun, natürlich, aber... Ich bin auch dafür, dass Gunnar das nimmt, weil er in der Regel der Letzte ist, der steht. Also, ja, ihr kennt eure Kampfkräfte besser, wenn ihr sagt, der Gunnar hat es nötig, dann soll er es nehmen. Nee, Gunnar hat es nicht nötig, aber wenn der Kiel aus den Schuhen geschlagen wird, dann hilft es nichts, wenn er den Trank hat. Genau. Wenn ich scheitern sollte und sterbe, dann haben wir wenigstens noch unseren Kampf. Der Plan war doch, dass du dich zurückhältst und nicht in erster Reihe kämpfst. Das ist richtig. Noch nicht so genau, wie das mit den Plänen manchmal so ist. Ne? Genau. Ich fühle mich schon wohl, wenn dieses Ding beim Dings liegt, beim Gunnar. Ja, dann sollte der Gunnar das nehmen. Gunnar, ein Heiltrank? Ja. Ich würde einfach einen Heiltrank duplizieren und den jetzt einmal abändern. Das Pulver dann als für jemanden, der in zweiter Reihe kämpft, dass er genügend Zeit hat, vielleicht das ins Feuer zu geben. Das sollte vielleicht jemand machen, der im Hintergrund agiert. Lana sollte das vielleicht tun. Sie hat die Möglichkeit, mit ihrem Besen mal schnell aus dem Gefecht zu gehen. Ich denke auch. Problematisch ist nur, wenn wir im Haus sind und sie da quasi an den Deckenpfeiler rankommt. Ja. Aber dann wird es eh problematisch. Stimmt. Was lockt wohl so ein Werwolf aus dem Haus raus? Fischfleisch. Mist. Wurst. Fisch. Fisch, genau. Den hast du ja nun weggeschmissen. Droiden, habt ihr zufällig auch was, womit wir den Wölfe anlocken könnten, um sie in eine Falle zu locken? Nun, das werdet ihr doch wohl selber hinbekommen. Ja, sonst jage ich schnell was. Wir befinden uns hier in den Wäldern. Naja, aber vielleicht gibt es ja irgendwas, wenn man so ein Kraut doch dazu mischt, dass das besonders stinkt, oder? Nee, leider nicht. Mm-mm. Stinkende Leute haben wir doch hier wahrlich genug. Vielleicht habt ihr was gegengestankt. Mit meiner Schönheit. Habt ihr denn was, womit wir unseren Geruch verstecken können? Ich habe etwas, womit ihr euren Geruch verstecken könnt. Ich auch. So, Leute von Welt haben etwas.
Naja, aber ich möchte auch nicht nach euch riechen. Ich möchte nach nichts riechen. Ich rieche wie die Natur. Ihr möchtet nicht riechen wie Ilana oder ich. Das finde ich aber fast schon als eine Beleidigung. Ja, stellt euch mal vor, ich würde wie die Ilana riechen. Nichts läge uns ferner, als die beiden Damen in unserer Gruppe zu beleidigen. Hütet eure Zunge, sonst erlebt ihr das nicht mehr, das Herrenhaus zu sehen. Nein, das möchte ich mir nicht vorstellen, Gunnar. Genau. Ja, dann solltest du mein Parfüm vielleicht nehmen. Ja, aber das bringt ja auch nichts. Ich möchte ja nicht von den Wölfen gerochen werden. Also, wir werden doch wohl noch irgendwie in der Lage sein, ohne... War nicht irgendwie, hatte Ilana nicht irgendwie so ein Ding, dass Wildtiere total auf sie abgehen? Deswegen sag ich ja die ganze Zeit, aber... Ja. Die greifen mich sowieso an. Ja, ist so ein super Köder. Schönheit, das ist auch vernünftig. Die kann sich doch auf ihren Besen setzen und dann hängt die sich da irgendwo im Baum. Voll geil, dann springt jemand nach oben. Ja. Und wo sind die so verausgabt anschließend, dass wir sie einfach niederknüppeln können. Ja, aber es ist ja trotzdem, wäre es ja cool, wenn wir dann irgendwas haben, womit wir unseren Gestank maskieren können, um halt, sag ich mal, dann vom hinten anzugreifen, ohne dass wir gerochen werden. Wir gehen ja vorher zu der Quelle, da könnt ihr euch alle noch einmal waschen. Also mit dieser Quelle, eigentlich wäre es doch am geilsten, wenn wir da so eine mobile Sprenkeleinheit hätten in Form von Ilana. Die nimmt einfach das Wasser, wirft das von oben runter und die Jungs können sich nicht mehr bewegen und wir schlagen denen einfach Stück für Stück die Köpfe ab. Was mich viel mehr interessiert an dieser Quelle ist, wenn dort kein Herr hier bisher nach Silber geschürft hat, vielleicht kann man das Land günstig erwerben. Habt ihr im Raya-Tempel keine Wasserbomben gekauft? Ich hab ein Seil, Hinkes. Ich möchte, dass wir es benutzen. Ziegenderme. Juckt deswegen der Schritt. Naja, vielleicht können wir das mit dem Seil dann den Priester festbinden, um den Dolch richtig reinzutragen. Wenn das Seil in Wasser getränkt würde von der Silberquelle. Oh. Ja. Das ist echt clever. Das wusste ich natürlich von Anfang an, deshalb ich es mir gekauft habe. Ja, das kann ich mir genau vorstellen. Du hast das nur gesagt, dass ich das sagen kann, dass ich mich gut fühle. Vielen Dank, Ilana. Und am Ende gibt es auch noch irgend so einen Moment, in dem die Sonnenbrille ihren Auftritt hat. Ne? Macht gelbe Augen blind, sage ich nur. Aber jetzt hat sie das Pulver. Mhm. Achso, Pulver habe ich noch gar nicht eingetragen. Oder hast du dir schon eingetragen, Ilana? Nee. Kann ich auch einfach weiter in diese Quelle stellen und ein bisschen baden und schön aussehen, damit locke ich die an. Ja, aber wahrscheinlich nicht nur die Werwölfe. Ich wollte gerade sagen, Ilana, dann werde ich Wot und Rigio auch nicht von euch loskriegen. Okay, wer hat denn alles Gefäße dabei? Also ich habe eine Feldflasche und mein Trinkhorn, aber das Trinkhorn kann ich nicht zumachen. Wasserschlauch und Feldflasche habe ich. Also ich habe eine Feldflasche, du hast eine Feldflasche. Und einen Wasserschlauch. Ja, aber ich irgendwann muss ich ja auch noch trinken. Und generell. Und ganz ohne ist natürlich schwierig. Ja, vielleicht gibt es ja unterwegs noch irgendwie eine Möglichkeit, ein Gefäß mitzunehmen oder so. Ich weiß nicht, habt ihr denn, werte Druidenfrau, noch ein Gefäß, ein Schlauch, irgendetwas, was ihr vielleicht entbehren könntet? Ich könnte euch noch Fläschchen mitgeben, ja. Ganz fantastisch. Sie hat da noch so 5 Kolben. Boah, super. Mit, da machen wir uns Weihwassergranaten raus. Granaten. Wem soll ich die aufschreiben? Ja, mach mal. Die nehme ich wohl. Kiel wahrscheinlich. Also alle, die. Jemand, der gut werfen kann. Ich hoffe. Ich kann ausgezeichnet werfen. So habe ich den Drachen besiegt. Ah, das müsst ihr mir noch einmal erzählen, genau. Diese Geschichte war. Dringend, sonst glaube ich euch nämlich kein Wort. Eure Kinder gar nicht. Geht wieder mit euren Tiger schmusen. Ja, mein Tiger ist beim Schmusen garantiert. Die Sultana ist da sehr zärtlich mit diesem Tier umgegangen. Ja, das glaube ich, dass wir zärtlich mit Tieren umgehen. Ja, selbstverständlich. Ich bin nicht so ein Wüstling wie ihr. Kommt die Ziege in so an. Naja, alles gut. Eieiei. Naja, aber wenn wir mal bei euch zu Hause sind, dann stellt ihr mich doch mal vor, bitte. Dem Tiger? Nein, der Prinzessin. Die wohnt in El Burum, ich bin aber in Puni zu Hause. Ist das nicht das Gleiche?
Ja, es ist auch eine Stadt, ihr habt recht. Okay. Wenn ihr sonst keine dienlichen Hinweise mehr habt, dann wünscht uns alles Gute. Vielleicht sehen wir uns auf der Rückreise. Noch verbringen? Ihr wollt hier die Nacht verbringen? Wie spät haben wir denn? Naja, wir haben doch später jetzt... Nachmittag, ja. Wir haben jetzt mindestens 17 oder 18 Uhr. Ja. So, ich pack dem Vot jetzt 5 Stück rein. Die könnt ihr aber nachher von mir das verteilen. Ja. Ja. Druiden, würden wir es noch bis zur nächsten Stadt schaffen? Nach Thunbach. Vor Einbruch der Nacht. Nee, die Nacht ist gerade eingebrochen. Wärt ihr so nett und würdet uns auch hier Loge noch erlauben? Ja, ihr könnt gerne hier übernachten, ja. Steht kein Problem da. Ja, vielen Dank. So gut. Ja, so verbringt ihr die Nacht bei der Druidin Yandaha und ihr hört des Nächtens halt im Wald um euch herum auch von weiter weg Wolfsgeheul, auf jeden Fall. Kann man eine Richtung ausmachen? Eher von Norden, aus den nördlichen Wäldern. Kann ich rausschauen und gucken, welcher Mond gerade ist oder welche Mondphase? Das haben wir zufällig bei unserem Pech morgen Vollmond. Oh, so ein Zufall. Weiß immer nicht, typisch, wo dieser Kackkalender hier ist. Ja, der schließt da sich halt immer. Ich weiß auch nicht, wieso unter der Flagge ist der. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in unserem Ding spielen, wo wir jetzt sind, ne? Dass wir nicht in einer anderen Zeit spielen. Dritter, da habt ihr gepennt, da habt ihr gepennt. Ich sag mal, es ist der... Hat mir nicht irgendwie Praios gesagt oder so? Ne, Effort. Ja, aber das richtig. Abenteuer war ja in Praios. Ja gut, dann sind wir jetzt am vierten Effort. Also ist gerade Neumond quasi. Neumond. Das ist ja für uns perfekt. Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir ja ein bisschen Puffer. Okay, also unser Plan ist morgen direkt zu diesem komischen Gewässer da. Ja, wobei sie bemerkt das halt, sie sagt halt, da sie wiederholt nochmal, dass der eine Wolf jede Nacht jagen geht und dass die anderen in hellen Mondnächten unterwegs sind. Also nicht Vollmondnächten, sondern hellen Mondnächten. Mhm. Okay. Gut, da ist jetzt natürlich der Neumond trotzdem ein ganz guter Start. Ja. Ist ein guter Deal. Das heißt, wir hören wahrscheinlich nur den einen Werwolf nachts. Wenn es denn der Werwolf ist. Also du vermutest, dass das Wölfe waren. Du hast ja da auch ein bisschen Ahnung. Ja. Okay, okay. Ja, gut. Dann würde der nächste Tag anbrechen. Dann ist jetzt der fünfte Effort. Und Tagesanbruch, 0.09 Uhr. Okay. Mittag ist. Da macht er gar nicht, unterscheidet er gar nicht. Gut, und ja, es ist halt super düster da in diesem Wald. Irgendwie scheint halt so eine ganz unheilige Atmosphäre darauf zu liegen. Bei ihr ist jetzt so eine Lichtung, wo ein bisschen die Sonne durchkommt. Das Tau, also der Tau liegt auf der Wiese und auf den Kräutern. Und sie verabschiedet euch an der Tür und winkt euch hinterher und wünscht euch alles Gute für eure Reise. Vielen Dank für alles. Nicht dafür. Ich habe euch zu danken, dass ihr euch diesem Problem annehmt. Ja, der Inquisitor ist ja auch schon auf dem Weg, aber wir hoffen vorher fertig zu werden.
Davon, dass der Inquisitor unterwegs ist, wisst ihr nichts, aber kannst natürlich trotzdem sagen. Doch, wir wissen doch, dass der wenigstens... Nee, der befragt noch Leute in der Stadt. Ja, aber für mich ist das schon, dass der unterwegs ist. Ja, okay. Dass der na, wenigstens nach hier in die Ecke unterwegs ist, um sich... Nun, dann können wir unser Heil zumindest auf zwei Leute stützen oder auf zwei Gruppen. Okay. Ja, auf nach Thronbach. Ja, würde ich auch sagen. Bloß suchen, ja. Quelle suchen, fertig. Ja, ihr zieht weiter nach Thronbach. Du darfst das Token gerne weiter bewegen. Mhm. Sollten 5 Felder sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Aber wir sind in Thronbach. Wollt ihr in Thronbach auch noch mit den Leuten sprechen oder wollt ihr es einfach hinter euch lassen und. Also nicht auf Teufel komm raus, wenn da irgendjemand auffälliges oder interessantes ist, dann schon. Aber nee, also ihr seht halt, dass auf den Feldern halt tote Schafe und sowas liegen, dass die Bauern am Fluchen sind. Ja. Wollen wir uns nochmal nach Gerüchten zum Mogul irgendwie umhören oder sollen wir es jetzt darauf ruhen lassen erstmal? Nee, ich brauche keine Gespräche mit dem. Ja. Ich würde auch sagen, es bringt nichts, mit den Gemeinden hier zu sprechen. Sie tragen nur Gerüchte weiter. Was er da gesagt hat, wird schon stimmen. Ja. Gut. Dann lasst ihr Thronbach hinter euch und kommt dann an den Thronbach, den ihr dann nach Norden folgen würdet. So. Und während ihr dem Thronbach folgt, mach es ruhig ein wenig weiter noch. Mhm. Hört ihr plötzlich. Hört mal auch. Oder mach erstmal, dann sage ich später, dass ich aufpassen möchte. Hört ihr plötzlich Rascheln im Wald. Ihr hört Wolfsgeheul, das näher kommt. Ja, meine Waffe. Ihr? Zieht eure Waffen. Ja. Mhm. Information. Würde mich halt dann. Gucken, dass ich dann halt die Spitze nehme, von wo die Wölfe heulen oder wo es von wo es raschelt. Gut, und so seid ihr auf dieser Waldlichtung und Freunde, ob ihr glaubt oder nicht, wir gehen in unseren allerersten richtigen Kampf, glaube ich, ne? Juhu. Die Kneipenschlägerei hatten wir noch, ne? Ja, aber das zählt ja nicht. Und das schon, dass das zählt. Ach was. Ja, aber warte, dann würde also, was hören wir? Was genau? Sehen wir denn schon was, oder? Ihr seht, wie, also ihr kommt auf so eine Waldlichtung, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Ihr kommt auf so eine Waldlichtung und seht, wie dort erstmal 4 Wölfe aus dem Gebüsch oder im Gebüsch lauern und auf euch zugerannt kommen. Ich aktiviere die Szene einmal, dann habt ihr eine bessere Vorstellung. Hm. Okay. So, seht ihr alle? Mhm. Ja. Gut. Weil, je nachdem, wie weit die noch weg sind, deswegen frage ich. Ja. Würde der Atlas ein panisches Geräusch machen, vor mir springen? Ja. Ja, kann er machen. Und sich verwandeln in einen schönen nackten Kerl. Okay, ihr seht plötzlich, wie Atlas vor Ilana springt und wie lange dauert das Verwandeln? Deswegen frage ich halt, das dauert. Warte. Ja, 16 Runden. Ja genau, deswegen habe ich ja gefragt, nein, so, ob nein, es das schon beginnt, nein, quatsch nein. So, zack, und dann geht's ja, los. Ja klar, und der 16 Zeit Runden. Hat. Ja, aber dann kannst du dich ja nie verwandeln. Ja doch, klar, wenn du sagst, du brauchst jetzt mal gerade einen nackten Mann, dann kannst du den verwandeln. Oder wenn du einen brauchst, der sich irgendwo einschleicht oder so. Aber jetzt so spontan im Kampf, ich weiß auch nicht, was du jetzt mit Atlas nackt und unbewaffnet in dem Kampf gegen Wölfe willst. Doch, der leckt nackt ab. Nackt ist ja die Waffe. Der leckt die ab, okay. Mach einen Schwanzvergleich. Okay, ich würde sagen, das klicken wir uns dann einmal.
Sollen wir uns noch ein bisschen was hinstellen, wie wir uns das haben? Weil ich selber schon gesagt hatte, dass ich eigentlich die Front. Ihr könnt euch natürlich so ein bisschen hinstellen, wie ihr möchtet. Ja, ich habe hier Ilana jetzt auch nicht extra da nach vorne gestellt. Stellt euch einmal so hin, wie ihr möchtet da so. Ich sag mal, bis auf die Linie, genau. Also, ich glaube auch im Moment ist wieder Ilana die Einzige, die Sicht macht. Habt ihr alle keine Sicht, oder was? Doch, aber nur das, was Ilana sieht. Wenn Ilana ihren Token verzieht, okay, ist alles grau. Dann gebe ich euch eben eine allgemeine Beleuchtung, die ist nämlich nicht aktiviert und jetzt solltet ihr alle was sehen. Ich habe noch ein Rapier, wo ist mein zweites Rapier? Du hast da, glaube ich, Rapier und dann das steht noch beim Zelt 2. Beim Schmied zum Versehen, oder? Genau, da steht Rapier und hinten steht 2. Ah, super. Gut. Aber die Mucke, die geht ja gar nicht. Wir wollen doch Kampfmusik und nicht hier lustiges Dingensbummens. Da, Kampf. Mach Kampf an, mein Freund. So, der erste Wolf wäre dran. Das ist der da oben. Was hat der für eine Bewegungsreichweite? Muss ich mal eben gucken. 12 hat er. Geht ein bisschen leiser. Und willst du da hinten dann stehen bleiben am Anfang? Da wolltest du dich nicht auch noch dich anders setzen. Ja. Der Curtis, der steht immer noch da in der ersten Position. Ach, der kommt locker ran. Der kommt locker ran und denkt sich, lecker Zwergenfleisch. Nimmt den Gunnar ins Target. Warum geht denn hier kein Feld auf da? Verbergen, Lebenspunkte. Wenn er draufklicken. Kampf, Biss und versucht den Gunnar auf jeden Fall zu beißen. Da muss ich drauf drücken. Aber es schafft es natürlich nicht. Ich muss auch starten, da ist besser. So, der zweite Wolf ist dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Er wird mal auf den Kjell losgehen. Alter, wie schnell ist das Vieh? Ja, das sind Wölfe, ne? Die können relativ schnell rennen. Das ist der Vorteil am Wolf sein. Boah. Die haben halt 12. Hohe Initiative offensichtlich auch. Kjell auch gescheitert. Der dritte Wolf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Der würde tatsächlich gerade eben an den Gunnar rankommen. Das sind aber schon ganz normale Wölfe, ne? Die sehen erstmal aus wie ganz normale Wölfe, ja. Mhm. Und es wurde versucht, ja von dreien gesprochen. Wenn jetzt hier vier sind, dann ist das so. Oh, und das würde treffen. Der Gunnar hat aber eine Reaktion. Ja. Dann versuche ich auszuweichen. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch. Ist er ausgewichen? Ja. Sehr gut. Der Wolf versucht zu beißen und Gunnar dreht sich in der letzten Sekunde noch weg und macht so eine Rolle in die Büsche. Und dann wäre Wot an der Reihe. Kann man so einen Wolfsangriff eigentlich auch parieren oder kann ich da nur ausweichen? Du kannst ihn auch parieren. Tue ich dem Wolf dann damit weh, weil der quasi in meinen... Nein, nein, nein. Ja, ich würde dann mal hier hingehen. Drin. Und den hier entsprechend angreifen. Wobei, ich weiß das jetzt gerade gar nicht, beim Parieren ist das so, dass derjenige, der dann gewinnt, irgendwie Schaden auch macht? Ich weiß es gerade nicht. Ja, weil das mal, dass das Tier immer Schaden nimmt, wenn man eine Parade gelingt, quasi, war das auch ein Schaden für das Tier. Okay, gut, dann machen wir. Aber ich weiß nicht, ob das noch so ist. Und nee, ich weiß mag auch sein. Nicht, wie ist das hier mit Parierschlägen, frage ich mich auch. Passierschlägen heißt das. Gibt's das noch oder gibt's das bei DSA? Das ist dieser Gelegenheitsangriff, ne? Den gibt's. Wenn einer quasi in die Bewegung rein, also gerade jetzt, wo Kjell, wo da reingegangen ist, kriegt der quasi von allen drei Wölfen einen Gelegenheitsangriff, wenn nicht so günstig. Was sagst du? Der würde in dieses Bewegungsfeld, also wenn da, wo er jetzt steht, haben alle drei Wölfe die Möglichkeit anzugreifen und hätten dann, wenn es diese Passierschläge noch gibt, bei seiner Bewegung, weil er sich dahin bewegt, erstmal die Möglichkeit zu beißen. Nee, dahin bewegen nicht, nur beim Wegbewegen. Ja, also so mache ich das zumindest immer. Wenn du durchläufst oder rausläufst. Aber wenn du reingehst in den Kampf, dann mache ich keinen Passierschlag. Gut, okay, umso besser. Ja, dann. Ach, okay. Sonst hätten wir jetzt auch schon die ganze Zeit Parierschläge machen können, oder nicht? Ja, genau. Also
So, nee, weil die ja dran waren. Da sind wir ja nicht durchgelaufen durch irgendein Bewegungsding. Aber die sind ja bei uns reingelaufen. Erfolg. Jawohl. Mit den Reaktionen, ich lasse Reaktionen erstmal weg. Ich möchte erstmal gucken, wie sich das Tempo hier im Spiel auch entwickelt. Und dann gucke ich halt, ob ich eventuell nachher noch Reaktionen mit reinnehme, ne? Mhm. Gut. Jetzt steht bei mir Schaden anwenden als Trefferpunkte, oder? Hab ich schon gemacht. Bewundert mich ein bisschen, dass du das überhaupt machen kannst. Wie viele waren das jetzt? Das waren 7 Punkte. Dann drehe ich die Waffe um. Okay, gut. Was muss ich dafür nochmal machen? Das weiß ich nicht. Kannst du auch draufklicken oder so? Ja, warte mal. Klinge drehen ist das. Nach einer gelungenen Attacke, die mindestens 5 Schadenspunkte angerichtet hat, kann der Held, die Heldin die Klinge in der Wunde drehen. Dies verursacht zusätzlich 2 Schadenspunkte und der Gegner muss eine Probe auf Selbstbeherrschung, Störung ignorieren, ablegen. Was? Draufklicken, also kannst du da nicht? Nee, voraus. Na gut, dann mach das. Dann würfel nochmal, was du da noch würfeln musst. Ich weiß nicht, was ich dafür würfeln muss. Ja, hat er doch gerade gesagt, oder 2 Punkte oder was stand da? Ja, einfach nur 2 Schadenspunkte. Okay. Kann der Held die verursacht. Ich ziehe einfach 2 ab. Okay. Gut. Dann schalte ich mit der 2. mal drauf. Jo. Und dann kommt noch eine Probe auf Selbstbeherrschung. Wenn sie das misslingt, kommt eine Stufe Schmerz dazu. Okay, Eigenschaften. Aber dann Rot bekommt noch ein Malus von 2 auf VW. Was ist VW? Das ist nicht gelungen. Dann bekommt er noch Schmerz. Was bedeutet Schmerz? So, Abzug gekriegt wahrscheinlich. Jo. Ist ja cool. Wie heißt diese Sonderfertigkeit? Einfach Waffe umdrehen? Die heißt Klinge drehen. Aber ich glaube, das ist so nicht richtig. Ich glaube, da muss eine Probe für gewürfelt werden, weil misslingt die Probe, so erleidet er bis zum Ende der nächsten Kampfrunde einen. Ja. Steht da irgendwie, dass du vielleicht eine erschwerte Attacke machen musst dafür? Um 2 erschwert, um 4 erschwert? Nee. Das wäre dann die Probe. Was ist denn die Erschwernis von 2 auf 5? Also, Voraussetzung ist, dass ich 5 Schadenspunkte mache. Das hast du ja geschafft und das ist die Probe, würde ich sagen. Genau, das ist die Probe, ob er es macht. Und dann kommt halt, ne, dann kriegt er automatisch 2 Schaden mehr. Dann kommt die Probe auf Selbstbeherrschung. Wenn er die misslingt, kommt 1 Stufe Schmerz. Und weil Wot die Klinge noch gedreht hat, bekommt er eine Erschwernis von 2 auf VW. Ich weiß aber nicht, was VW ist. Verteidigungswert. Okay, ne, dann hat Wot jetzt, weil er die Klinge gedreht hat, minus 2 auf Verteidigung. Okay. Der zweite sitzt auch. Jetzt lass mich doch auch mal eben lesen. Jetzt labert die ganze Zeit rein. Schmerz. Die angreifende Heldin erleidet für den gleichen Zeitraum eine Erschwernis von 2. Ja, wahrscheinlich, weil du halt mit dem Ding in der Wunde hängst, ne? Ja. Also musst du jetzt minus 2 auf den Angriff machen. Hast du das gemacht? Nee, hab ich nicht. War aber eine 5. Gut, dann lösche ich und dann machst du bitte nochmal mit minus 2. Scheiße, ey. Beim Modifikator oder wo muss ich das eingeben? Genau, ja. Ist das dann nicht nur bei Verteidigungswert, hast du gesagt? Und VW Verteidigungswert? Nee. Heldin erleidet die. Ja, hast du recht, scheiße. Okay, wir das immer auf 5? Die nächste Aktion. Dann passt das. Dann ist das der Verteidigungswert. Ja. Gut, dann würfel bitte nochmal den Schaden. Erfolg. Wie muss ich denn jetzt den Schaden würfeln? Was hattest du für einen Schaden? 1W6 plus? 1W6 plus 3 ist das. Was plus 3? Sind 5. Oh, schön. Ja, 5, das sind 2 dann nochmal mit dabei. Für drehen. Da drehst du auch rum. Ja, da dreh ich auch rum. Glaskanone. Gut, dann. Das ist echt gut. Der muss nochmal Selbstbeherrschung. Der will Selbstbeherrschungswert machen. Weil jetzt muss er mich richtig weh. Mit dem Tode nach. Aber das schafft er. Schafft er. Das ist so. Gut.
Aber zumindest er ist fast tot, Rot. Wolf Nummer 4 ist an der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Kommt gerade an Kiel dran. Mhm. Und versucht, dich zu beißen. Ja. Aber beißt daneben. Du kannst ihn mit deiner Lederarmschiene zur Seite schieben. Ilana. Ich würde dem Rot so über die Schulter, also auf den Wolf vor dem quasi, gucken und würde so meine Brille runterziehen, dabei das Licht spiegeln und probieren, diesen Wolf zu blenden. Und würde noch so einen Kussmund machen. Werde geblendet von meiner Schönheit. Ich zauber. Zu mir irgendwas Konkretes? Feuerstrahl oder so? Blitz dich, Find. Okay, cool. Fuck. Egal. Den, danach gehe ich wieder zurück. Nee, ich lasse dir den durch wegen der schönen Erklärung und dem schönen Ausgespielten. Und von daher lasse ich dir den durchgehen. Aber ich. Welchen hattest du denn jetzt angegriffen? Den der Wot auch? Den Vorwot. Musst du auch ins Target nehmen, ne? Wenn du die Zauber sprichst. Oh, Entschuldigung. Gut, aber dann mach nochmal eine Zauberprobe. Ich weiß nicht, ob der dann irgendwie nach Schaden fragt oder so. Das ist eigentlich eine Blende, ne? Das sieht gut aus. So. Effekt Ziel. Muss er wahrscheinlich klicken. Oder auf den Wolf übertragen. Ja, guck mal. Verwirrung hat er gekriegt. Punkte kriegt er nicht abgezogen oder so. Der ist wirklich zum Verwirren da. Ja. Okay, super. Dann hat es ja funktioniert. Gut, dann ist der nächste. Wie lange braucht Blitz sich, Find? Eine Aktion. Also okay. Direkt. Funktioniert direkt. Gut, wurden dir die Astralpunkte abgezogen? Nein. Kosten 4 steht hier. Warte mal. Genau. Aber wurde nicht automatisch gemacht. Ja, geiler Auftritt, Ilana. Ist schon cool, doch. Jetzt wissen wir auch, wofür die Brille gut war. Wert. Ja, genau. Gut, dann zieh dir die bitte manuell ab. Ja. Keine Ahnung, warum der das nicht macht. Ach, warte, nee, warte, lass, ich kann. Mhm. So, super. Nice. Alles klar. Gut, dann ist Alrigio Di Boncello da dran. Herr Di Boncello greift den nördlich von Gunnar an. Habe ich mir schon ins Target genommen. Oh. Womit greifst du nochmal an? Eigentlich mit meinem Schwert, aber warum hat er das jetzt nicht gerechnet? Ja, da steht da aber silbernes Langschwert. Silbernes Langschwert, Angriffsprobe, Vergleichsprobe 8. Jetzt kann ich ausweichen, wenn ich möchte, aber ja. Reaktion habe ich gesagt, mache ich erstmal nicht. Gut, damit machst du 9 Schadenspunkte. Die ziehe ich ihm ab. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass unter Umständen die Distanz, also die Reichweite der Waffen eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, in welcher die Wölfe angreifen. Kurze Reichweite oder Mittelreichweite. Du kannst dir ja mit einer Stangenwaffe zum Beispiel so Tiere auch ganz gut oder überhaupt mit einer, wenn die Nahkampf sind, kannst du sie natürlich immer ganz gut damit auf, haben sie erschwerte Attackewerte, das wollte ich sagen, so auf Distanz halten. Ja, machst du noch komplizierter gerade. Nee, das ist ja die Regel eigentlich, ne? Dass du da auch einen Vorteil hast als Held. Okay, aber hat doch keiner von euch, oder? Ja, aber ein Schwert zum Beispiel hat Mittel. Ich denke, ein Rapier auch. Das ist, wäre jetzt eben die Frage, in welcher Distanz wir stehen. Okay. Bei den angreifenden Wölfen dürfen die sich natürlich die Distanzklasse aussuchen. Die werden also, die jetzt angegriffen haben, sich in den Nahkampf wahrscheinlich begeben. Aber wenn jetzt einer von außen reinkommt, könnte das für ihn einen Vorteil bringen bei dem Ganzen. Gut, dann ist dran Kiel. Ich höre dich nicht. Du bist gemutet wahrscheinlich. Hören alle nicht. Ja, bin noch gemutet. Dann würde ich ganz gerne den fast toten Wolf angreifen mit meinem silbernen Dolch. Jo. Ja.
Jo, der Kjell haut zu und trifft mit dem Mengbila den Wolf. Nee, nicht mit dem Mengbila. Mit dem Mengbila. Nee. Ich wollte gerade sagen, der darf doch nicht kaputt gehen. Und er ist geheilt, der Wolf. Er ist nun ein Wolf. Und der Wolf, der erste, ist tot. Tot. Ah, das hast du davon. Elende Kreatur. Dachtest du allen Ernstes, dass du einen von Boratsberg töten kannst? Und dann wäre Gunnar an der Reihe. Ja, guter Schlag. Und so trennt man den Kopf ab. auch bei dir keine Reaktion. Gut. Um? Ja. Aber sie sind direkt weg. Direkt aus dem Leben raus. Mein Gott. Eine nicht tödliche Attacke. So, und dann ist wieder der erste Wolf an der Reihe. Ne, nicht der erste Wolf. Ist der das hier? Oder welcher ist das? Der erste Wolf, der ist gerade getötet worden. Ja. Ja, der ist der. Der ist weg. Der zweite Wolf wurde von Ilana verzaubert. Der versucht, weiter auf dem Boot einzuhacken. Kann er das denn? Warum denn nicht? Weil er doch geblendet wurde. Ja, sie ist nur erschwert. Verwirrung minus 1 hat der. Und der beißt auch daneben. Du drehst dich zur Seite weg, rollst dich so durch den Staub, kommst in so einer heldenhaften Pose wieder auf und bist dran, Boot. Haha! Kreatur. Ja, ich würde auf den draufschlagen. Oh Wunder. Allerdings habe ich da noch dieses Ding, das nennt sich Wuchtschlag. Ja. Die Attacke wird um 2 pro Stufe der Sonderfertigkeit erschwert. Bei Erfolg werden die Trefferpunkte um 2 pro Stufe der Sonderfertigkeit erhöht. Okay. Also ich habe Wuchtschlag auf 1, das heißt, ich müsste mir jetzt selber wahrscheinlich einen Malus von 2 reinsetzen. Kannst du das? Das geht mit Sicherheit auch irgendwie. Warte mal. Normal so kannst du, wenn du auf den Angriff drückst, dann hast genau. Du auf der rechten Seite da so eine Möglichkeit, den Wuchtschlag anzuwählen. Genau, wenn du auf den Angriff klickst, da ja. Kannst du nicht. Kannst du nur Finte mitmachen. Ja, mit deinen Rapieren. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie. Falsche Waffe dafür? Genau, wahrscheinlich brauchst du ein Schwert oder sowas dafür. Ja. Oder einen Hammer oder so. Ja, leuchtet ein. Okay, dann schlage ich jetzt nochmal zu. Sehr schön. Ja, dann drehen, drehen. Ja, natürlich drehe ich. Das ist gut. Habe ich jetzt gut. Die Trefferpunkte noch nicht abgezogen, ne? So, und dann drehst du auch noch. Ja, warte doch mal, ich bin auch nicht so schnell, ey. Was geht denn bei dir? Ich muss doch auch noch Selbstbeherrschung würfeln. Ich bin im Blutrausch. Ja, das ist schön für dich. Töten. So, Selbstbeherrschung. Minus 6, dann kriegt er noch eine Stufe Schmerz dazu. Wo ist er denn, Schmerz? Da. So, gut, jetzt kannst du weitermachen. Ja, der saß schon, der Erste. Ach, der saß weiter. Schon? Ja, ja. Ja, dann ist der doch auch schon tot, oder nicht? Ja, klar. Du weißt nicht, was du jetzt... Ja, der ist auch tot. So. Wot badet im Blut, würde ich sagen. So sieht das aus, genau. Weißt du, ich guck so Gunnar an und nick einfach hier. Kann ich auch. So, der Wolf versucht jetzt abzuhauen. Dadurch würde der Kjell einen, wie heißt das, Passierschlag bekommen. Okay. Warte, ich zieh den wieder ran, sonst sagt er bestimmt gleich Reichweite. Nicht irgendwie. Bin ich auch ein? Oder bin ich zu weit weg? Nee, du bist zu weit weg. Würde ich einen kriegen, wenn ich jetzt so eine helle Bade hätte oder so? Dann würdest du einen kriegen, ja. Okay. Dann hättest du ja eine weitere Reichweite. Muss ich dann... Wie würfel ich den Passierschlag? Achso, Marina Attacke. Einfach ein Angriff. Achso. Ah, muss gelingen okay. Und er kann nicht parieren. Achso, mache ich das mit meinem normalen silbernen Dolch einfach, oder was? Oder was? Bogen? Mir wurscht. Was reinhaut. Wie du möchtest. Also du kannst jetzt nicht die Waffe wechseln, du mit der Waffe, die du in der Hand hast. Eben, ja, den silbernen Dolch habe ich ja vorhin den anderen Wolf mit einer gegeben. Dann werde ich jetzt nicht den Bogen ziehen. Achso, kein Ziel. Haust aber daneben.
Ja, aber ist ja wurscht. 17 ist daneben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der versucht halt abzuhauen. So. Da kommen wir nicht hinterher. Was soll's? Also ihr lasst ihn rennen. Ja. Okay. Gut. So. Und jetzt erstmal daran machen, die Tiere auszuweiden. Ja, ich nehme die Fangzähne. Gut. Ihr weidet die aus, oder was? Ich schlag mir die Fangzähne raus. Ich glaube, da könnt ihr irgendwie auf Überleben, Wildnis, Blatt, Tierkunde würfeln. Ich wollte sagen, Kjell soll das machen. Ich mach das mal, liebe Leute. Sagt mir, was ihr haben wollt. Ich möchte die Fangzähne. Die Dinger. Ich möchte 6 Fangzähne haben. Ich hätte so die Schwänze gerne. Also ich glaube dir. Das glaube ich dir. Ich mach mir so einen Manta-Schwanz raus. Eieiei. Also Wildnisleben, oder was war das? Oder was ja, wollt Kunde. Ihr? Mir egal. Warte mal, gibt es da nicht irgendwas unter Handwerk? Heilkunde, Holzbearbeitung, Lebensmittelbearbeitung, Lederbearbeitung, Malen, Zeichnen, Metall, Musizieren, Steinbearbeitung. Ja, doof, dass hier sowas nicht bei ist, ne? Ausnehmen, so, meinst du als. Ja, genau. Ja, dann mach auf Tierkunde. Fleischbearbeitung. Mach ich. Jäger kann ich als eine Dingens dazu nehmen. Cool. Boah. Ja, den ersten Wolf zerruppt er da und irgendwie habt ihr euch so ein bisschen gehofft, dass der Schwanz da irgendwie ordentlich abgeht, aber irgendwie scheint er das da alles zu zerruppen. Das sieht nicht gut aus, was der da macht. Der war einfach zu sehr verletzt von den ganzen Schlägen und Stichen und ich probiere es aber mit dem nochmal. Ja, der war ja auch schon malträtiert. Guckt euch doch mal Luna an, wenn der so eine Axt hat. Lebensmittelverarbeitung gibt es ausnehmen. Wo? Lebensmittelbearbeitung ist Anwendungsgebiete ausnehmen. Da wäre ich nämlich halbwegs vernünftig drin. Ja, dann. Ja, guck mal, genau, ausnehmen. Luna ist ein Ripper. Ja, dann nehmen du die mal aus, dann zeige ich mal, wie das geht. Da. Es wird sein, du hast das auch. Ja, dann. Auf 5, aber alles gut. Lass den Zwerg mal machen. Oh, wo ist es? Vielleicht kann er nicht nur Boote, sondern auch Wölfe. Er braucht nicht mal einen Hocker dafür. Ich kann auch. Ja, beim Zwerg sieht das auch nicht so gut aus. Der schiebt's aber eher auf sein Werkzeug. Boah, dicke Axt. Ich schieb sie einfach zur Seite und mach das jetzt auch. Woran muss ich würfeln? Wildnisleben oder Lebensmittelbearbeitung. Lebensmittel, ja. Das Blöde ist ja, ich hab da wirklich 7 Punkte reingebuttert, ne? Also auf Wildnisleben. Ich hab 10. Ja, aber Wolf hast du vielleicht auch noch nie gebraten. Bis jetzt hast du vielleicht nur Höhlenasseln oder Fisch oder sowas. Höhlenasseln. Ja, also ich bin da schon eher so der. Ja, und der Wot zerfetzt da noch den letzten Wolf. Männer, ich sag's euch. Ihr steht da alle mit blutigen Händen und außer schmutzigen Fingern ist irgendwie jetzt nichts gewesen. Der aber dafür sieht mir ziemlich krass aus. Noch den Darm über der Schulter. Naja, außer Atlas freut sich. Ja, kriegen wir denn trotzdem da so ein bisschen was Fleisch raus, was wir braten können oder was? Nee, Wolf wirst du doch wohl nicht essen wollen. Nee, ihr seid ja alle voller Blut, das ist ja voll eklig. Geht doch mal was um diese scheiß Zähne zu kriegen. Nein, wir sind doch auf dem Weg zu der Quelle, da können wir uns ein bisschen was sauber machen. Wir sollten uns ja, ihr lauft ja am Fluss lang, ihr könnt euch ja waschen. Ja, bitte waschen. Aber wartet kurz, bevor wir jetzt weitergehen. Die Frage ist, war der andere Wolf noch verletzt? Haben wir den verletzt? Der war noch gar nicht verletzt, der ist jetzt einfach abgehauen. Okay, ich dachte vielleicht, wenn er verletzt ist, könnten wir den doch noch irgendwie ein bisschen hinterher treiben. Nein, lass ihn schön laufen. Er wird seinen Meistern erzählen, dass Rot vom Borrensberg unterwegs ist, um ihrer tristen und grausamen Existenz ein Ende zu bereiten, auf das Sonne in dieses Tal kommt. Wisst ihr, Rot, es gibt Hähne, die meinen auch, die Sonne geht wegen ihnen auf. Ja, wo wir hier sind. Ja, so passt ganz gut zu euch, würde ich sagen. Ist das so? Ich betrachte mich auch oft als Hahn. Das ist schön, dass du sagst. Ja. Ich bin auch so bunt, so stolz und ich bin natürlich auch so angesehen bei den Damen. Das ist schön, dass du das aufstellst. Ja, es steigt wahrscheinlich auch auf jedes Huhn. Fatal, sprach der Hahn. Aber so muss er wieder von mir berichten.
Gehen wir in der Zeit weiter, während ihr euch streitet? Also ich würde mich dann wirklich mal im Fluss dann halt wirklich mal so ein bisschen was sauber machen. Ja, da gehe ich von aus, dass ihr euch sauber macht. Ja. Wot könnte das auch verweigern, wer weiß. Das macht ja männlich, die Kampf. Ich kriege sie trotzdem alle rum. Natürlich, natürlich. Nach wie viel Wut ich, Blut ich stinke. Nee, du läufst den falschen Fluss hoch. Ups. Oben auf dem Gipfel fällt uns das auf. Die Karte deckt sich für mich leider nicht weiter auf jetzt. Hä? Du hast aber doch wohl noch ein krass weiter Weg. Ich habe leider da alles schwarz jetzt. Wie, du hast alles schwarz? Ja, also ich sehe noch bis hier, wo unsere Figuren steht, sehe ich, aber das Blickfeld erweitert sich nicht mehr. Ich sehe das. Ich aktualisiere mal kurz einfach. Klickt. Ja. Wie der Rest denn? Ja, ja, also ich sehe. Okay. Kannst du mal den Umkreis, ja. Ja. Okay, dann liegt er mir. Ist ja okay. Ja, jetzt sehe ich auch was. Und hab den Kalender wieder. Ist ja auch schon. Wusstest du schon? Nein. Ah. Aha. Herrenhaus. Ja, wir wollen aber westlich vom Herrenhaus eigentlich hin. Ist das Herrenhaus denn von unserem Weg aus? Östlich ist die Quelle. Ja. Genau, ihr kommt halt durch den Wald und seid auf so einer, ja, ihr lauft so ein bisschen tiefer und seht dann oben auf so einer Anhöhe dieses alte Herrenhaus, das windschief. Nee, eigentlich seht ihr das Herrenhaus gar nicht, ihr seht eine Mauer, die das Ganze umrandet. Und dahinter weiter durch die... durch den Standpunkt relativ schlecht zu sehen, noch die letzten Reste des Daches. Da scheinen irgendwie so Wehrtürme auch um das Herrenhaus rum zu sein, beziehungsweise zumindest sind da so Laufwege, an denen man Wache halten kann und sowas. Und da seht ihr. Ihr seht, dass das Dach halt halb eingefallen ist, dass die Ziegel nicht mehr gut aussehen. Diese Mauer ist auch sehr rum drunter gekommen, die da drumherum steht. Ja, und irgendwie ist der Himmel verhangen mit dunklen Wolken und alles wirkt total trüb. Außer die Flur mal denn so im Moment zwitschern. Es müsste jetzt gegen später Mittag sein, 3 Uhr ungefähr. Das nenne ich mal Stil echt. Mhm. Ja, wir wollen ja dann, denke ich, trotzdem uns lieber erstmal schnell zur Quelle begeben, oder? Wir wollen zur Quelle. Ja. Dann lassen wir das Herrenhaus erstmal unbesichtigt hinter uns. Wollen wir denn mal schon mal Ausschau halten, ob hier irgendwelche, also ob man hier viele Wolfsspuren jetzt sieht? So von wegen, dass die halt hier ihren ihre Heimat haben. Ja, ihr könntet haben. Jetzt tatsächlich mal auf Tierkunde würfeln, wenn ihr möchtet. Ja. Vielleicht klappt's. Na, guck. Huna ist eine Bank. Warum habe ich denn jetzt wieder einen Modifikator von -2 drin? Habe ich diese Belastung, habe ich die überall drin? Immer? Die hast du überall drin, ja, natürlich. Ach du Scheiße, das ist ja klar, voll wenn wichtig, du mit einem Kettenhemd versuchst, da irgendwie mit Tieren umzugehen oder ein Pferd zu reiten, klar, bist du dadurch belastet. Ja, der Kjell findet tatsächlich Wolfsspuren da am Ufer und du findest nicht nur Wolfsspuren, sondern auch die Spuren eines recht großen Wolfs. Du vermutest halt eines Werwolfs und es sieht fast so aus, als wenn die Tiere hier zum Trinken hinkommen. Leute. Ja, nicht in der Silber, also nicht so weit jetzt ist hier noch mit dem Silberquellenwasser oder was. Das wissen wir ja nicht. Hier saufen wird hier wahrscheinlich nichts von Silber mehr zu sein. Sind es halt wohl noch. Ja, ich meine, klar, es macht dann, vielleicht ist es verdünnt oder abgeebbt oder sonstiges, wenn wir direkt aus der Quelle das Wasser holen. Selbst wenn die jetzt hier zum Trinken hinkommen, dann ist es ein Versuch wert. Vielleicht ist es aber auch wie bei Globulis, das ist so verkleppert, dass sie jetzt ständig das Silber in kleinster Konzentration aufnehmen und dann sind die dagegen immun. Oder Antibiotika bei Hähnchen.
Ja, ihr habt aber einen ganz wichtigen Punkt dabei vergessen. Diese Dinger, die werden ja geschüttelt. Die müssen ja so aufgeschlagen werden auf dem Tisch und das macht ja hier keiner. Deswegen wirken diese Sachen nicht bei den Potenzen. Ah. Der Bachblüten und so eine Schitte muss geschüttelt werden, das wisst ihr nicht, ne? Nee. Ja, also ich, für mich waren das als Kind immer so süße Süßigkeiten. So fast, ja, das sind die Kügelchen, das ist ja, ja. Auch größer Das ist alles Humbug. Da, da ist ja gar kein Wirkstoff eigentlich drin bei den ganzen Dingern. Nee, bisschen Zucker. Ah, viel hilft viel, einfach alles rein davon, irgendwas wird schon helfen. So, also, ja, ich habe euch, denke ich, die Quelle gezeigt. Oder habt ihr es mitbekommen? Ansonsten würde ich euch ranrufen. Schaut euch das an. Hier sind noch die Spuren. Von, nicht nur von den Wölfen, sondern von dem Werwolf. Aber warum sollte der Werwolf zu einer Silberquelle rennen? Nein, wir sind ja noch nicht in der Quelle. Hä? Es läuft hier. Es ist noch weit genug weg von der Quelle. Die Druidin sagte ja, dass die Konzentration vom Silber nur an der Quelle wirklich vorhanden sein soll. Ja, deswegen würde ich sagen, wir haben ja jetzt hier eindeutige Spuren gefunden. Dann lass uns schnell hier auf die Socken machen. Ja. Die 2 Meilen zur Quelle sollten wir noch auffinden. Kannst du denn jetzt hin? Freue mich auch. Wir müssen noch nach oben in die Berge. Ja. Es wurde gesagt, im Westen von Herrenhaus. Nein, Osten. Östlich, hat er gesagt. Okay. Der Strich, den ihr entlang gerannt seid, war der Bach, ne? War keine Straße. Okay. Ja, denn ihr kommt durch, also dieser Bach wird natürlich auch immer kleiner und ihr kommt dann oben an der Quelle und dort seht ihr halt, wie das Wasser der Quelle über ein paar Steine springt und dort in das Bachbett fließt. Die Sonne kommt gerade ein wenig durch, als ihr euch dieser Quelle nähert. Vorsichtig tretet ihr dort vor. Und ihr seid jetzt auch etwas höher gelaufen und könnt auf das Herrenhaus hinabsehen. Ihr seht, dass da halt eine große Umgrenzungsmauer drum ist, in der wohl irgendwie vermutlich ein schmiedeeisernes Tor eingelassen wurde. In der Mitte ist dieses gewaltige alte Herrenhaus und daneben sind einige kleinere Gebäude wie Schuppen und sowas. Ja, und so steht ihr da an dieser plätschernden Quelle. Sieht man da irgendwelche gerissenen Schafe oder sowas? Oder? Nee. Hört man irgendwelche Tiere, irgendwelche Vögel? Ja, du hörst halt die Vögel zwitschern. Rigo wird sich niederknien und irgendwie so scheinbar einer Quellfee oder sowas ominöse Dinge sagen und dann seine Wasserschläuche, seinen Wasserschlauch, seine Feldflasche füllen. Dann macht er doch mal. Und Rot würde entsprechend antworten. Oh, komm zu mir, El Tigre. Du bist ein mächtiger Krieger. Also ich würde sagen erstmal, Ophie, dieser Quelle, bitte verzeih, dass wir von deinem Wasser nehmen, aber wir brauchen es für eine bessere Mission. Und dann fängt er an und ich sage, halt doch einmal deinen Schnabel. Bitte verzeih, aber wir brauchen dringend etwas von deinem Wasser. Ich würde auch meine Feldflasche voll machen. Ja, ich mache die Granaten voll und alles, was irgendwie geht, auch eine Feldflasche, einen Schlauch. Alles gut. Ihr könnt euch das irgendwie aufschreiben, dass ihr die voll gemacht habt. Ihr könntet auch sein lassen, ihr könntet es auch merken. Sollte auch nicht das Problem sein. Ich sage mal, ihr habt die 5 Flaschen. Jeder hat nur eine Feldflasche. Haben wir 10 Anwendungen insgesamt, würde ich sagen. Ja, und den Wasserschlauch, da ist ja passt ja eine Menge rein, ne? Das meine ich ja mit. Ja, dann. Ihr wollt auch nur Poker, ne? Nur Poker. Wir haben genug Wasser. Lassen wir es doch einfach darauf ruhen. Das ist. Ja, okay, genau. Also, wie viel du dann zulässt oder was, ob uns ein Schlauch platzt, kannst du ja immer noch bestimmen. Okay, ihr habt im Wasserschlauch 2 Anwendungen und in der Pulle 1, also hat jeder 3 Anwendungen. Und ihr vergesst alle die Wasserschläuche dort und geht jetzt weiter zum Herrenhaus. Nein. Ich würde auch mein Seil da mal so reintun.
Ein Seil tunkst du auch noch da rein. Ich würde mich da komplett reinduschen. Okay. Der Wod duscht sich da einmal. Ziehst du dich vorher nackt aus? Nee, in Klamotten, die schön nass sind. Okay, gut. Und danke für dieses tolle Duscherlebnis, oh du Quellengott der Feen, Der große Drachentöter muss sein Blut abwaschen. Ei, Ja, genau. Es wird ja. noch jede Menge Blut dazukommen. Da ist nicht genug Platz an meinem Körper für das Blut, was alles kommen wird. Du siehst, du siehst, dass der Wurz so ein Eichenblatt auf dem Rücken hat. Ja, dann nehme ich den, Speer und ramme rein. Du auch, Hagen? Genau. Die Nibelungensaga von Boronsberg. Sieg von Boronsberg. Ein Hero von Tronje. Tiger, ja, muss gut. man bei diesen Silberquellen immer noch mit irgendwelchen Tieren reden? Bevor Tiere, Feen, es gibt Feen hier. Hast du nicht davon gehört? Feen bewachen diese Quellen. Und wenn man sich etwas aneignet, was ihnen gehört, sind sie nachtragend und piesacken einen und dergleichen. Entschuldigung, Feen. Ja. Möchten Werwolf töten. Es ist besser, wenn man zu ihnen spricht und darum bittet um solche Sachen. Es ist sonst sehr gefährlich. Bitte, dass ich das Wasser genommen habe. Ja, gut, sehr gut. Geil. Oh, na. Gunnar, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Bitte, danke. Ja, so Sag, habt ich soll ihr. bitte sagen. Oh, Freunde, jetzt ist gut, kommt. Wir haben was anderes zu tun, als irgendwelchen Feen. Bitte und danke zu sagen. Los, ab geht's. Wirst doch sehen, ich werde noch einen Schabernack mit dir treiben. Ja, mit dir haben sie wohl schon genug Schabernack getrieben. Sie treiben es mit mir nicht in Schabernack, diese Feen, weil ich mich immer ordentlich benehme. Den habe ich aber auch schon schlimme Sachen von gehört. Ja, er tut das so leicht ab, aber Ja, jetzt ist gut, komm. Chilischoten in die Unterhose, das machen die. oder Fische. Fische? Ja, habe ich so gehört. Davon habe ich noch nicht gehört. Doch, doch, das soll ganz schlimm sein. Dann ist man verflucht, wenn die Feen das mit einem machen. Auf einmal wird man morgens wach und man denkt, man Nein, riecht da ja, nicht. ihr erzählt wirr. Feen leben in der Natur. Ja, Fische auch, oder nicht? Ja, aber sie kommen nicht in irgendwelche Häuser und stecken etwas in die Hose. Aber El Tigre, was habt ihr gesagt? Sie sind nachtragend und sie piesacken gerne. Einmal Ja. falsch benommen und sie verfolgen einen, bis Ja, man aber sie gefunden hat. ich bin ja derjenige, der sich ordentlich verhält hier. Manchmal, ihr gebt euch Mühe, euch ordentlich zu verhalten, Nein, aber nein. Das könnt ist ihr nicht. aus, ihr habt euch immer vortrefflich benommen? Tadellos. Vielen gegenüber immer. Bin mir da nicht so sicher. Aber mal abgesprochen, können wir das vielleicht auch später machen, weil wenn ihr euch mal darüber guckt, Was ist, du weißt die Mauer? da ist immer noch das Herrenhaus mit den Werwölfen. Ja, da Und gehen wir jetzt ja ich hin. würde so Wenn meine Brot Axt in fertig die ist, Hand nehmen. mit Waschen gehen wir rüber. Ich bräuchte vielleicht zwei Köpfe. Ich will den Titel. Das Geld wird geteilt. Habt ihr das Wolfsgeheul gehört gerade? Nicht schon wieder Wölfe. Wir sind doch alle Team Katze. Was Ja, ist aber wir denn sind doch wegen der Wölfe hier. Wir müssen sie ja erledigen. ist denn jetzt unser Plan, wenn wir dann ins Herrenhaus irgendwie erfolgreich reinkommen? Was tun wir Erstmal jetzt? jagen wir unsere Drohne da drüber. Ilana schmeißt sich auf den Besen und fliegt einmal da drüber und guckt, ob es erledigt ist. Drohne ist. freigeschaltet. Wir könnten tatsächlich mit ihr einen Erstschlag wagen, indem sie das Pulver dort verbrennt und ihnen schon mal die Sinne raubt. Es bringt aber nichts, wenn die Sinne wieder da sind, wenn wir im Angriff sind. Micha, Also, das wir Wolfsgeheul. sollten schon Aus welcher bereit Richtung sein. kam das denn gerade? Vom Herrenhaus. Überraschend. Jesus. Ihr hört das, ne? Das Wolfsgeheul, das habt ihr auch gehört. Sie. Also, Ja. Hä? Aber wir sind doch deshalb da. Ich weiß nicht, warum ihr euch so in die Hosen macht. Wir haben es gehört, jetzt müssen wir es auch sehen. Ilana, schmeiß dich mal auf deinen Besen. Guck mal, was es da so gibt. Ja, aber wie rammen wir denn jetzt diesen Mengenbila in die Brust von diesem Werwolf? Welche Reihenfolge machen wir denn Dann, jetzt? wenn sich dir eine Gelegenheit ergibt, das können wir schlecht planen.
Okay. Und wenn Okay, sich okay, keine okay. Gelegenheit plant, dann ist das halt so. Ich möchte nicht sterben, um einen Priester zu retten. Also, wenn wir es schaffen, gut. Wenn nicht. Dann gibt's die Axt. Hab schon verstanden, Gunnar. Ja, ja. Doch, doch, die Axt. Die Axt ist gut. Die kleine, große Axt. Ich zähle auf dich. Ja, das wird ja. Er wird auch lieber tot sein, als in dieser unheiligen Gestalt weiterleben zu wollen. Also, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Das ist schon okay, dass dann die Axt kommt. Wir haben es dann ja auch versucht. Bevor du mit deinem Besen hochmachst, wenn du im Kampf auf deinem Besen bleibst, magst du vielleicht dein Seil bei uns lassen? Weil vom Besen aus kannst du nicht sehr viel damit machen. Ja, das könnte. Ja, könnte ich machen. Willst du das haben? Es steht dir bestimmt gut. Farblich auch. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich das auch. Ich finde, wir wickeln es um Gunas Leib, dann sieht es aus wie ein Gürtel. Ich würde halt so ein, wie die Seemänner das schon mal haben, so doppelt gelegt immer und dann so über die Schultern haben, dass okay. ich das schnell auseinandernehmen kann, so mit so einem pinken Seil. Ja, ist ja nicht so ein Seemannsseil, ist schon so ein Kletterseil, ne? Ja, dann halt das Kletterseil mit so einem kleinen Haken dran. In pink. Ja. Süß. In pink. Ich hab das jetzt halt um den Hals liegen. Aber nicht verlieren. Ilana, möchtest du Atlas vielleicht jetzt schon im Vorfeld verwandeln? Das bringt uns den nackten Mann. Das wissen wir doch. Wisst ihr alle, dass sie einen nackten Mann in der Tasche nee, hat? Geht ja jetzt nicht. Ging ja nicht. Der durfte sich ja nicht verwandeln. Jetzt hat er auch keinen Bock. Aber perfekt, dass du es ansprichst. Ich lasse ihn einfach bei dir. Bei dir ist er bestimmt am sichersten. Ey, wir waren so gut. Ne? Wir waren echt kaum assi heute. Und jetzt auf der Zielgeraden. Wollen wir einen nackten Mann herbeizaubern? Mit den großen Sadomaso-Bändern. Ja, der beschützt mich im Notfall. Ja, genau. Kann Atlas fesseln? Ich frage für einen Freund. Dann kriegt er das Seil. Seil ist längst verteilt. Okay, also kein nackter Mann. Ja, was ist denn jetzt unser Plan? Ich soll da hochfliegen. Also du machst unsere Bienendrohne-Dings, genau. Ja, du guckst dir mal an, was du von da oben so siehst. Ob du da irgendwelche Zugänge siehst, ob du da irgendwelche Gestalten siehst, oder ob man da irgendwie sich, ja, von welcher Seite man vielleicht auch am ehesten dorthin kommen könnte, unbemerkt. Also etwas. Ario geht zu Ilana ran, nimmt ihre Hand und sagt, aber bitte, begib dich nicht in Gefahr. Also ich habe noch keinen Werwolf gesehen, der fliegen kann. Ja. Eine Alleingänge. Ich werde aufpassen. Ich würde El Tigre in die Hand nehmen und würde sagen, bitte begib dich in Gefahr. Die Hand drückt deine Hand mal ganz fest. Macht mal eine konkurrierende Stärkeprobe. Auf Kraft oder Stärke? Was hättest du gerne? Ja, Körperkraft, ne? Es gibt ja Kraftakt auch, deswegen frage ich. Ach so, ja, könnte auch Kraftakt machen. Könnte auf Kraftakt und dann auf Vergleichsprobe, ne? Kraftakt, Vergleichsprobe. Auf Vergleichsprobe. Ja, ganz scheiße. Tja, es war gleich stark offensichtlich. Oder? Das ist beides eins, ne? Artet das dann in so ein Händchenhalten aus? Aber der Wot hat einen Fertigkeitspunkt mehr als du. Das zählt als zweites? Ja, bei mir zählt das jetzt, wo der Unterschied da ist, ja. Bei mir auch. Bei dir sogar doppelt wahrscheinlich. Oh, darf ich da mitmachen und wirklich meine Hand so hinhalten? Ja, du merkst halt schon, wie Wozand wie so ein Schraubstock ist, ne? Und erschreckt dich ein bisschen, hättest ihn tatsächlich unterschätzt durch sein ganzes Gelaber. Ja. Ja, das ist so. Wot ist eine Bestie. Die Maschine von Boronsberg. Ist so. Ja, alles gut. Ich zwinker ihm so zu und alles ist gut. Ja, Ilana, fliegst los oder was machst du? Ja. Ja, Ilana, du fliegst los. Du siehst, dass dieses Herrenhaus zwei Türme hat, die außenrum mit einer Balustrade
umgeben sind, wo halt so Wachposten drauf laufen könnten. Da sind auch Türen. Auf der einen Seite ist es ein bisschen verschüttet. Ich gucke mal, ob ich dir das zeigen kann. Warte mal. Stimmt, eine Karte. Das Herrenhaus, Dach, Geschoss. Szene anzeigen. Und kann ich denn die Ilana jetzt hier rüberholen? Warte mal, wer bist du denn? Jenny. Nee, geht nicht. Ach scheiße, jetzt ist er wieder weg. Und wie ist das jetzt? Ich habe auch das Pulver, ne? Ist auch wurscht. Pass auf, ich ziehe dich rein, Jenny. Was die blind macht, oder? Mhm. Ja. So. Berechtigungen. Auch nicht. Das ist doof, ne? Warum kann ich das denn nicht nur für einen Spieler freigeben? Ist egal. Dann gebe ich es für alle frei. Aber ihr könnt es wahrscheinlich eh nicht sehen, weil ihr nicht auf der Karte dann drauf seid, ne? Bei mir liegt er noch. Ja. Lädt er länger, habe ich die zu hochauflösend gemacht, die, das dauert Bild. Ein bisschen. Na, jetzt dauert es aber, glaube ich, extrem lange. Qualität bei Schlachtenwühlter ist halt einfach Standard. So. Ja, die Bildauflösungen sind bei mir immer sehr hochauflösend. Ah, jetzt kommt er. Ja. Muss mich mal sehr lobend aussprechen. Wir hatten 30 Leute im Stream und jetzt sind immer noch 22, 23 da. Sehr gut. Sehr schön, dass ihr diesem Aufruf alle gefolgt seid. Finde ich richtig gut. Ich bin so. Seid ihr alle auf der Karte. Jenny, du kommst da mit deinem Besen angeflogen. Ja. Du siehst da halt diese Türme, du siehst, dass da Fenster sind. Ja, kann ich irgendwelche Bewegungen ausmachen oder sowas? Du siehst ja, wenn du durch die Fenster springst. Okay. Aber du kannst ja ruhig hin und her fliegen. Ich meine, was sollen sie, wer will was machen? Fliegen können sie ja jetzt nun mal wirklich nicht. Ja, mach ich auch. Ja, wir sind mitten im Nirgendwo, da ist auch keiner, der dich irgendwie anpissen kann, aber das ist okay. Okay. Und plötzlich packt eine Fenster, durchbricht die Glasscheibe. Eine riesige Fledermaus. Du siehst halt, dass da unter dir ein Brunnen ist, ne? Und du siehst auch, dass ganz unten in dem Erdgeschoss eine Tür aufsteht, nach außen. Ah. Und da sind Blutspuren unten zu sehen. Okay. Und das hier ist quasi so ein Balkon quasi? Nee, ich gucke da durch die Fenster rein, ne? Genau. Okay. Flieg nicht so nah an die Mauern ran, bitte. Sorry. Ich würde einmal so drumherum fliegen, ne? Da ist tatsächlich so ein Balkon. Ist ein bisschen doof, dass du da nicht drüber gucken kannst. Da habe ich wahrscheinlich die falsche Mauer drüber. Pass auf, ich ziehe dich da einmal rein. Ich würde quasi einmal so, ne, so um quasi das Haus rumfliegen. Ja, also hier siehst du auch, dass da irgendwie so ein Wolf auf diesem Balkon rumrennt. Und ja. Hinten siehst du es allerdings dann nicht mehr, da ist wieder ein Turm. Okay. Aber ich würde schon mal in diese Richtung von diesem Wolf wie so eine Katze machen, die so einen Wolf hasst. Ja. Der so. Ne, Wölfe bellen nicht, aber ist egal. Meine Wölfe bellen. Okay, ja. Genau, ich würde einmal so drumherum fliegen, ob mir irgendwas auffällt, abgesehen von dem einen Wolf da. Nee, sonst fällt dir tatsächlich an der Seite jetzt erstmal nichts auf, außer dass alles ziemlich runtergekommen ist und ziemlich ruhig ist. Ja, und du meintest ja, es sind so Türme. Könnte man das auch irgendwie ausmachen, als wenn man so oben auf einem landen könnte? Nee, da sind ganz normale Dächer oben drauf. Du kannst halt höchstens auf diesem Balkon landen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Und du hast gesehen, dass die rechte Seite halt verschüttet war. Da würde man nicht langkommen. Mhm. Ja. Aber links war eine Tür, die, glaube ich, auch offen stand tatsächlich, ja. Aber im Erdgeschoss, dafür müsste ich landen, ne? Im Erdgeschoss ist auf jeden Fall eine Tür, die offen steht. Aber du hast ja auch erstmal die Hälfte des Hauses umrundet. Ja, ich kann hier nicht so richtig weiter. Ach so, doch da an der Seite. Okay, jetzt geht's. Genau.
Ja, da sind so kaputte Kisten und sowas drin. Und da ist halt auch irgendwie ein Turmzimmer. Okay, und da, wo der Wolf ist, ist quasi so ein Balkon, Da ist so ein aber noch Wehrgang, anderes genau. drinnen, auch wenn der Der Boden Rest ist gleich ist, also quasi. drinnen. Okay, Genau, ja. kapiert. Und sonst draußen sehe ich da irgendwelche Wölfe. Das würde ich sehen, wenn, ne? Nee, da siehst du jetzt keine Wölfe. Du siehst, dass unten diese Treppe total dreckverkrustet ist. Hm? Kann ich sonst irgendwelche komischen Geräusche wahrnehmen oder so? Ja, du hörst immer mal ein Klappern oder irgendetwas, was vielleicht umfällt in dem Haus oder es macht halt seltsame Geräusche und wirkt irgendwie, als würde es ein Eigenleben besitzen. Okay. Ja, dann würde ich, wenn ich das ja einmal so umflogen hätte, würde ich wieder zurück zu den anderen fliegen. Okay. Gut. Ja. Sie würde wieder bei euch landen. Ja, also ich habe mir das mal angeguckt. Ist echt groß, das Haus. Also auf den Dächern kann man nicht so gut landen. Es waren übrigens insgesamt 3 Etagen. Ah. Ja, bis 3 Etagen hoch. Also ich bin einmal drumherum geflogen. Sieht super runtergekommen und eklig aus. Also da wollte ich dann auch nicht landen. Als ob man in die 3. Etage unbedingt rein sollte bei dem Gewerke da. Also es sieht jetzt immer alles andere als stabil aus. Ganz oben war sowas wie so ein Balkon. Da stand auch ein Wolf drauf. Auf Wolf, 4 der oder auf 2 Beinen? Auf 4. 4 Beine. Sah aus wie von weitem wie ein normaler Wolf. Wie die Hat Wölfe, er gegen die er da gerade Wache gekämpft hat. gehalten oder ist er dahergelaufen? Hat er dich bemerkt? Mich angebellt, ich habe ihn angemeckert. Ja, angefaucht. Habt ihr Mann, auch bin irgend. ich Habt ihr den hier. Eingang gesehen? Ja, oben über den Balkon kann man da rein. Und unten ist ein riesengroßer Eingang. Das Und du sah hast so auch aus wie so ein gesehen, Hintereingang, ne? dass einige Fensterscheiben kaputt waren im Erdgeschoss. Und man könnte durch ein Fenster einsteigen. Da ist es halt voll runtergekommen, ne? Da sind auch ein paar Fenster kaputt. Aber da scheint es auch so einen Hintereingang oder sowas zu geben. Und da habe ich Blut gesehen, oder? Ja, genau. Ja, da war es irgendwie blutig und echt ekelhaft. Habe ich mich aber auch Wie? nicht getraut zu landen. Ich wollte mir meine Socken nicht und meine Füße nicht dreckig machen. Verständlich. Das klingt eklig. Ja, aber ansonsten habe ich da keine Wölfe gesehen, aber komische Geräusche von dem Haus. Sollten wir uns anschleichen? Aber meint ihr, wir können leiser sein, als Wölfe hören können? Manche von uns sicherlich. Ich sag mal, so einen fliegenden Besen kann ich noch irgendwie dulden, aber ich kann nicht mal auf Tierkunde würfeln, ob ich der Meinung bin, dass das Wölfe uns überhören könnten. Da bist du dir ziemlich sicher, dass sie euch erstmal nicht überhören und zweitens nicht überriechen würden. Ja. Also, ich bin mir da schon ziemlich sicher, dass sie uns wahrnehmen, so oder so. Ich meine, wir müssen ja nicht da mit der Tür durchs Haus reinprasseln, aber ich glaube, da jetzt irgendwie zu versuchen, komplett, ja, dass sie uns gar nicht registrieren, das wird nicht passieren. Naja, ich Wir könnte auch sollten. da langfliegen und Ablenkungsmanöver machen. Ja, sowas. So, Sodass ihr euch Überraschungsmoment. irgendwie anschleichen könnt und dann gleich so. Da müssen wir uns quasi schon in den. Also, wir müssen ja jetzt irgendwie über diese Mauer drüber oder durch so einen Zaun durch. Wir müssen ja Da war irgendwie. das Tor stand offen, das war total verrostet und offen. Ah. Durch die Mauer. Dann sollten wir uns quasi schon durch das Tor begeben, dann das Ablenkungsmanöver. Und wenn das Ablenkungsmanöver stattfindet, rennen wir rein und dann Axt und Schwert und Dolch. Dolch. Dolch vor Gut allem. gesprochen, Kiel. Gut gesprochen. Ja, es klingt doch gut. Ich sehe schon, du merkst, du lernst doch wohl noch bei mir. Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber jetzt sprichst du gute Worte, Kiel.
Ich atme quasi von Borensberg den ganzen Tag. So sieht das aus. Also, ihr wollt quasi schreiend da reinrennen, damit ihr das ganze Haus alarmiert und ihr alles in einem Rotz einfach wegputzen könnt. Nee, nee, ich schicke vor Ablenkungsmanöver, sodass sie sich anschleichen können und dann. Nee, ich würde mich einfach so anschleichen erstmal. Ja, aber dann riechen die uns doch. Also, die wissen ja jetzt, dass wir da sind. Zumindest ja, die ich, Frage ich ja ist jetzt. Wollt ihr jetzt einfach reinrennen und Lärm machen, damit alle Leute in dem Haushalt direkt in den Empfangsraum kommen und ihr da kämpfen könnt, so wie das in jedem Actionfilm ist? Oder wollt ihr einfach, also so, ganz so extrem auch nicht. Ganz so extrem nicht. Nein. Ich würde schon sagen, wir haben doch da hinten diese Hintereingangstür gesehen. Wenn wir uns da so reinschleichen und dann von Raum zu Raum, Stück für Stück alle immer irgendwie umbringen, bis wir dann tatsächlich das Mengele-Opfer finden. Und wollten wir nicht auch vielleicht irgendwie den Geruchssinn ablenken? Wollen wir nicht noch irgendwie, ich meine, hier gibt es ja Tiere noch in der Nähe. Wir könnten zumindest versuchen, schnell, auch wenn wir bei den Wölfen recht wenig erfolgreich waren, versuchen noch irgendwie Fleisch aufzutreiben. Ja, aber was ist denn, je nachdem, wie schlau die sind? Die haben mich ja eh schon auf diesen Besenbändern gesehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe ja eh diesen Jagdwildgeruch. Jeder findet mich unwiderstehlich. Okay, stimmt. Dann könnte ich da langfliegen und vielleicht echt Lärm machen, sodass die nach oben kommen abgelenkt sind, oder nicht? Wir sollten schon zusehen, dass wir irgendwie immer in der Überzahl sind. Das funktioniert nicht, wenn die alle auf einen Platz rennen. Da kriegen wir einfach Probleme. Wieso? Dann könnten wir die direkt mit dem Weizeugs überkippen. Blenden. Das ganze Haus in Schutt und Asche legen. Die Türen unten verbarrikadieren und alles anzünden. Dann hat sich das mit dem Mengmila erledigt, würde ich sagen. Und dann den Mengmila ins Feuer werfen. Genau so war es geplant. Okay, schwierig. Ich meine, Ablenkungsmanöver bin ich ja voll für, aber jetzt nicht irgendwie unter dem Aspekt, dass dann auf einmal 30 Wölfe, 10 Menschen und 3 Werwölfe durch die Gegend laufen und sich denken, wir bringen die um. Also wir haben einen Vorteil, dass sie momentan noch nicht wissen, dass wir da sind. Die sind auch garantiert nicht so super organisiert, weil es einfach irgendwo auch ziemliche Kreaturen sind. Es sind ja irgendwo Tiere und auch Mensch-Tierwesen, die an irgendwelchen Knochen nagen. Das heißt, ich würde schon sagen, wir schleichen uns da jetzt einfach rein und hoffen einfach mal, dass sie uns nicht sofort kriegen. Können sie ja nochmal irgendwie mit Wolfsblut irgendwie einreiben oder so. Das überdeckt ja jetzt auch schon relativ viel. Aber ich weiß nicht, Ilana kriege ich nicht dazu. Aber wenn Ilana sowieso diesen Duft an sich hat, dann weiß ich nicht, ob es vielleicht ein bisschen sinnvoller ist, dass wir uns einigermaßen trennen. Nee. Trennen auf keinen Fall. Wir könnten auch noch den Atlas benutzen als Ablenkungsmanöver. So ein nackter Mann auf so einem Dach. Eine Wolfsgrube schmeißen, immer eine super Idee. Ja, aber nochmal, jede Form von Ablenkungsmanöver bedeutet für mich auch gerade Aufmerksamkeit. Und momentan Katzen gab es ja in Wilhelm genug. Sieht ja nicht für mich so aus, als ob wir schon Aufmerksamkeit erregt hätten. Von daher bin ich ein guter Dinge, dass wir uns da einfach erstmal einfach reinschalten können. Ja, und ich denke auch, Wölfe können nicht durch Mauern schnuppern oder hören, wie Tiere eben das auch nicht können. Wie gesagt, der eine Wolf war oben auf dem Dach. Da hat er freies Sichtfeld auf dich gehabt, das ist klar, dass er dich wahrgenommen hat. Aber wenn er in den Mauern ist, dann pflichtig wobei haben wir eine Chance, uns heranzupirschen. Genau, aber ist es dann klug, dass wir reingehen? Ja, draußen ist, glaube ich, nicht ganz so gut für uns. Wölfe in Räumen sind nicht zu Hause und ich denke, da können wir uns besser gegenseitig verteidigen. Auf freiem Feld, ich weiß nicht, wie viele Wölfe dieser Ruf des Werwolfs herbeiruft, aber wenn sie uns in einem Rudel entgegentreten, werden wir keine Chance haben. Ich bin fürs Reinschleichen. Ich auch. Ja. Dann Türen schließen, damit keiner von draußen reinkommt, oder was?
Nein, wir würden uns Raum für Raum erkämpfen. Fertig. Soll ich die Türen aufmachen oder machst du das, Tiger? Die Türen waren doch auf. Ja, aber alle Türen. Ich bin ja, ne, kann ja sein, dass drin andere Türen zu sind. Und ich bin ja immer so ein bisschen was, ja, kräftiger. Ja, das also werden wir sehen, was wir brauchen in diesem Moment. Oben durch die Fenster konnte ich reingucken. Da war zumindest sonst niemand, außer dieser Wolf, der auf dem Balkon war. Aber wenn wir von oben hereinschreiten und uns da unten durchkämpfen, dann bleibt die Möglichkeit für den Wolf zu fliehen. Wenn wir uns von unten hereinpirschen nach oben, er kann ja nicht fliegen. Genau, aber ich könnte vielleicht auch ich weiß nicht, wie lang mein Kletterseil reicht, aber ich könnte auch von oben reinfliegen, das Kletterseil runterlassen. Dann machen wir oben erstmal den einen Wolf alle, dass er weg ist. Und kämpfen uns dann nach unten vor. Ja, aber wie gesagt, dann könnten die anderen Wölfe unten herausfliehen. Aber wenn wir dann da an dem Seil hochklettern müssen, wir sind schon wieder vier Leute, die da klettern müssen, dann geht ja, garantiert schief. Einer von uns wird garantiert irgendwo drauftreten, runterknallen und Lärm machen. Also das möchte ich eigentlich gerne irgendwie ausklammern. Ja. Ja gut, oder wir schleichen uns erstmal drumherum und gucken uns das von unten mal an. Ja. Und dann können wir immer noch überlegen, was wir machen. Aber ich denke, du hast doch alles gesehen drumherum, oder nicht? Bin ich unten gelandet. Ich wollte nicht, dass meine Füße dreckig werden. Das habe ich doch schon gesagt. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man mit einem Besen über den, sag ich mal, dritten Stock drumherum fliegt vom Haus, dann sehe ich ja trotzdem, ich sag mal, was sich im Erdgeschossbereich befindet. Genau, aber ich habe da jetzt nicht durch die Fenster geguckt. Also ich weiß nicht, ob da jemand drin ist. Das stimmt. Ding. Ja. Und da waren zumindest auch Blutspuren, als wenn da irgendwas. Wie sieht das aus, als wenn da irgendwas reingegangen wäre, was geblutet hätte oder reingezogen? Oder? Da waren Blutspuren, ja. Als wenn da was Blutiges reingezogen wurde, genau. Ja. Also die Vermutung liegt schon nahe, dass da vielleicht sich jemand aufhält. Weil ich auch in dem ganzen Umkreis. Naja, wenn ihr euch aber auch noch an das Dorf erinnert, da wurden ja die Schafe gerissen. Vielleicht. Sind das dann die Schafe aus dem Dorf? Was immer er gerissen hat, das ist doch egal. Wir machen uns ja einen Kopf über Dinge, die überhaupt gar nicht entscheidend sind. Wenn wir noch länger diskutieren, geht die Sonne unter. Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Na dann, ich würde meine Axt nehmen und schon losstapfen. Ich gehe hinter Gunnar her. Ja, ich komme auch mit. Okay. Gut. Actionfilm it is. Aber bitte unauffällig. Ganz unauffällig. Ja, wir gehen unauffällig auffällig dahin. Wie mit deiner kleinen, großen Axt. Warte, ich würde tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Doch, warte. Das ist sehr teuer. Wenn die vorgehen, würde ich tatsächlich noch weitere Katzen rufen, die wie in so einem Katzenmarsch hinter uns folgen würden. Wie viele wären das dann? Der Atlas her. Warte. Was könnten die dann? Maunzen. Ja. Das Ankündigen. Team Katze gegen Team Hund, doch ganz klar. Nee, ernsthaft, was können die denn? Die können für mich kämpfen. Sehr willkommen. Wie viele sind das? Es können dann so viele Katzen erscheinen, wie Anzahl der Gegner dann sind. Und du willst ja eine Katze gegen Werwolf kämpfen lassen. Ja. Das bringt es jetzt gerade. Wieso? Wir sind Team Katze. Ihr müsst halt auf die aufpassen. So. Was? Das auch noch? Es ist so wie diese verrückte, Katzenfrau bei aber den Aber die Simpsons können zumindest so. Beißen, wenn das viele sind. Ja. Wir werfen dann mit denen, genau. Genau, und ja, ich kann dann gezielt Gegner benennen, die von den Katzen dann angegriffen werden. Also du, ja, aber der muss, dann kannst du die jetzt vorher rufen, wo du noch gar nicht weißt, wie viele das sind, dann muss ich mir angucken. Ja, heißt ich muss sie ja jetzt schon rufen, weil das dauert sonst nicht. Wie heißt das? Katzenruf.
Katzenruf. Die Hexe ruft mit diesem Zauberspruch bis zu Qualitätsstufe mal zwei Katzen herbei, die für sie kämpfen. Es erscheinen maximal so viele Katzen, wie die Anzahl der Gegner der Hexe beträgt. Die Hexe muss einen Punkt am Boden innerhalb der Reichweite bestimmen, an dem die Tiere dann in einem Radius von Qualitätsstufen durch zwei Schritt erscheinen. Die Hexe kann gezielt Gegner benennen, welche von den Katzen angegriffen werden. Sie kann beliebig viele Tiere auf einen Gegner hetzen. Nach ihrem Erscheinen können die Katzen sich beliebig weit vom Ort ihrer Herbeirufung wegbewegen. Wenn ein Gegner stirbt, verschwinden die Katzen nicht, sondern können einzeln in einem anderen Ziel zugeordnet werden. Die Katzen sind magische Wesen, die aus Magie erschaffen wurden. Endet die Wirkungsdauer, verschwinden die Katzen wieder im Nichts. So, jetzt gucken wir nochmal eben Details. Reichweite 8 Schritt bis zum Tod der Tiere, maximal jedoch 20 Kampfrunden. Also 20 Kampfrunden. Eine Kampfrunde geht 20 Sekunden, ne 6 Sekunden, ne? Das heißt, die wären dann für eine Minute 20 da. Heißt also, du musst die schon dann zaubern, wenn ihr in den Kampf geht oder wenn du, bevor du in einen Raum gehst oder sowas. Sonst sind die so lange da. Ja, okay, ich glaube, bei DSA ist eine Kampfrunde bis zu 10 Sekunden oder so, ne? Weiß nicht genau. Weniger, glaube ich sogar. Das ist aber ja immer nur Attacke, Parade quasi. Ja, ja. Das ist halt meistens irgendwie das Problem, dass wenn wir in einen Kampf geraten, wir gar nicht so einen Vorbereitungs- und jetzt geht's los Moment, sondern meistens werden wir angegriffen, dann kann ich sowas gar nicht mehr machen. Ja, klar, kannst du doch machen. Kannst du sagen, ich ziehe mich zurück und zauber jetzt 4 Runden. Das ist aber übrigens ein cooler Zauber für eine Kneipenschlägerei, wenn du mal rein bist. Genau, voll. Sollte das mal passieren hier in der Gruppe. Ich glaube, die Katze hätte gegen Sonja auch nichts mehr gebracht. Was ja, heißt dann mach ich das vielleicht, bevor wir reingehen. Also, was wenn heißt wir eigentlich was in dem Zusammenhang magisches Wesen? Kann man die nicht verletzen? Oder? Da ist wahrscheinlich, das hat von Zaubern und sowas, wie die Effekte wirken, denke ich mal, hat das Auswirkungen. Vielleicht auch so im persönlichen Kontext, dass es keine Lebewesen sind, die jetzt irgendwie getötet werden, sondern ja. So Astralwesen. Ja gut, dann probiere ich das so zu dribbeln, dass bevor wir in den Kampf gehen, ich wie so eine Cat Lady da reingehen kann. Ich probiere es aus. Okay. Muss ich mal gucken, ob das klappt. Also ihr kommt auf jeden Fall da an und seht halt genau diese Szenerie. Ihr seid halt durch diese Mauer gegangen, habt dort auch in dem Bereich, wo ihr jetzt seid, verdammt viele Wolfsspuren gesehen, auch verdammt große. Ihr kommt auf dieses große Herrenhaus zu, das vor euch die Sonne abdunkelt, die sich schon langsam dem Horizont gegenüber neigt. Und ihr seht, dass einige Glasscheiben zerbrochen sind, die Gardinen hinter den Fenstern, die alt, vergilbt und zerrissen sind, die bewegen sich gespenstisch in dem leichten Wind, der gerade herrscht. Und ihr geht jetzt auf dieses Haus zu. Die Fenster, sind die hier alle zugemauert oder warum können wir da nicht durchgucken oder sind das keine Fenster? Du musst da nah dran gehen, damit du reinguckst. Du musst da näher dran gehen, genau. Aber ich würde so ein Zeichen machen sozusagen, dass dieser Hintereingang da so komplett rum war, dass der Vordereingang ist. Also ja, und so liegt dieses Herrenhaus in Stille vor euch. Der Kjell schleicht darüber zu dem Fenster und guckt da rein. Du siehst, dass da halt ein relativ ordentlicher Raum ist. Der ist recht gut erhalten. Irgendwie eine Schreibstube oder sowas scheint das zu sein. Unten am Fuß des Fensters befindet sich eine Kiste. Links ist so ein Schreibtisch, wo ein Teppich drunter liegt und rechts sind leere Bücherregale und du schaust geradeaus auf eine schwere Eichentür. Vielleicht würfeln wir mal Initiative, damit ich weiß, wer dran ist hier. Ja. So, da ihr ja alle hier rumzappelt wie die Kinder, dann wäre Wot jetzt dran. Ich? Weiß ja. Gar nicht, was ich machen soll. Wo ich da entstehe, da ist so ein Eingang. Sehe ich das richtig? Das ist ein Fenster. Und rechts ist die, also du bist jetzt an einem Fenster. Mhm.
Und die Treppe hoch ist halt eine Eingangstür, eine große doppelflügige, wo der Gunnar hingegangen ist. Ich würde auch in dieses Fenster mal reingucken, da wo Kjell reingeguckt hat. Genau, du siehst eigentlich genau den gleichen Raum. Siehst da durch eine Tür, dahinter scheint halt noch ein Raum zu sein, der halt nicht so gut erhalten ist. Scheint alles demoliert zu sein. Du siehst da zwei kaputte Sofas, einen kaputten Tisch. Ich würde mal, komme ich da rein? Nee, das Fenster ist tatsächlich nicht kaputt. Also die Fenster, wo ihr reinkommt, da müsstet ihr einfach durchgehen können. Dann wäre Kjell, hatten wir schon Ilana an der Reihe. Was machst du, Ilana? Ja, ich würde denen erstmal so Zeichen geben, dass quasi in meine Richtung hintenrum dieser Hintereingang wäre. Und dann gucke ich da in dieses Fenster rein. In dem Fenster siehst du einen Raum, der von 6 Säulen getragen wird. In der Mitte liegt ein kaputter, schmutziger Teppich. Und vor Kopf stehen halt 2 alte, rostige Ritterstatuen. Und du siehst auf der anderen Seite da quasi noch eine doppelflügige Tür und eine einfache Tür. Alrigio. Ja, ich gucke da in den gleichen Raum gerade rein. Genau, auch du guckst in den Raum rein. Das Fenster, kann man das irgendwie knacken? Das Fenster... Mit Schlösser knacken oder ist da nichts zu machen? Könntest du im Prinzip knacken, ja. Kannst du auch einschlagen? Nee, ich versuch's mal mit knacken. Okay. Das ist Handwerk, ne? Ja. Ja, du nimmst irgendwie eine Waffe, hebelst sie da unten rein ins Brett und versuchst das Fenster, wobei andererseits Fenster kann man ja nicht wirklich knacken im Mittelalter. Das sind ja, ja, ist ja nichts zum Aufmachen, sag ich mal. Wenn das nur, das ist die Frage eben, ja. Oder? Ja, ich weiß nicht, bin mir unsicher. Ja, wenn man die aufmachen konnte, dann eigentlich nicht so, dass man da rein kann. Nee, kann man nicht. Da sind aber eigentlich genug kaputte Fenster. Wir haben nur die Heilen erwischt. Ja. Ja, ja, ich glaube, der Wot sieht, dass am anderen Ende ein Fenster kaputt ist. Ja. Na dann. So, dann sind wir bei Gunnar. Ja, Gunnar würde mal hier die Treppe hochgehen und versuchen mal hier... Tür aufzutreten. Nein! Mal hier so hier in den Raum reingucken. Ja, du siehst, dass da so ein kleiner Zwischenraum ist. Da sind 2 doppelflügige Türen rechts und links. Gegenüber ist eine Tür und alles ist ziemlich voll mit Spinnweben und Dreck. Und du siehst auch Pfotenabdrücke auf dem Boden. Und so ein alter Teppich liegt da. Ja, dann würde ich mich mal umgucken. Ich sehe jetzt gerade nur den Wot und den Teaser. Und würde mal auf die Tür zeigen und so fragen. Wollen wir? Wo nichts vom kaputten Fenster sagt, würde ich mich zur Tür begeben. Zum Haupteingang? Mhm. Scheiße, ey. Ja, ich würd doch mal rüberzischen. Warte mal. Da, und dann zeige ich auf das defekte Fenster. Okay, und ob unsere Freunde durch das kaputte Fenster reingehen werden, durch den Haupteingang oder hintenrum oder vielleicht doch oben über die Balustrade, wir werden es auf jeden Fall nächste Woche erfahren, wenn wir das Herrenhaus in unseren weiteren Augenschein nehmen, Freunde der Nacht. Wie gesagt, riesen Kompliment, dass ihr alle auf meinen Aufruf hier erschienen seid und wir heute tatsächlich die 20 Zuschauer geknackt haben. Daumen hoch dafür würde ich mir auch für Sonntag wünschen, wenn wir Masken des Nyarlathotep weiterspielen. Auf jeden Fall wird es hier nächste Woche Montag dann weitergehen mit dem Wolf von Winhall und dem Herrenhaus. Und ich bin gespannt, wie das ganze Abenteuer hier sein Ende nimmt. Ich hatte ja schon Vermutungen, dass das ganz anders läuft als geplant. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ja, bis dahin, alles Gute. Gehabt euch wohl, die 12 mit euch. Und ihr 30, die heute da waren, euch wird Angroschim nicht das Bier schal werden lassen. Deswegen waren wahrscheinlich alle da, weil ich gesagt habe, euer Bier wird schal. Also, ist auch genauso, ja. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.